Hier ist das filmische Allerlei. Hallo Leute, es gibt eine neue Folge vom filmischen Allerlei. Wir haben uns ein bisschen Inspiration geholt bei Instagram und Facebook und haben uns entschieden für die Remakes, ohne vorher abzusprechen, in welche Richtung es geht, ob man die gut findet, schlecht findet, whatever, deswegen völlig egal. Wir wissen nicht, worauf wir uns beide gerade einlassen. Das ist richtig, ja. Aber wir freuen uns und mein wundervoller Gast ist mal wieder und ich freue mich mit großen Herzen, Schwecke! Ach, ja, hallo, hier bin ich. Hier könnte jetzt der Applaus eingespielt werden, aber das... Das können wir auch selber! Ja, schön! Das ist ein guter Anfang. Da bin ich wieder. Die einzige Stimme von all den Gästen, die bis jetzt, die am häufigsten, die gar nicht so schön ist wie die restlichen Gäste. Oh, aber, ne, komm, das stimmt doch gar aber nicht. Aber ich, für die Zuhörer ist es trotzdem erträglich, hoffentlich, wenn wir jetzt maximal 4 Stunden über Remakes reden, die wir alle natürlich nicht unbedingt alle gesehen haben, glaube ich. Na, ich habe die Remakes habe ich alle gesehen, die nicht alle Originale habe ich gesehen. Also bei meinem, so war die ich mitgebracht habe. Siehst du, da ist nämlich bei uns so ein bisschen das auseinandergegangen, weil du hast mir geschrieben, wir sprechen über Remakes und ich natürlich in meinem Wahn habe in mein Filmregal reingeguckt und gesagt, naja, guck doch mal, was du alles gesehen hast, wo du auch das Original und das Remake gesehen hast. Respekt davor. Ja, hat ja leider nicht so gut geklappt, deswegen ist meine Auswahl auch so ein bisschen, naja, aber weil wir gerade von Instagram gesprochen haben, mir hatte auch jemand anders noch ein Thema geschrieben, ja. Und zwar, das fand ich sehr gut, und zwar hätten wir auch drüber reden können über sozialkritische Subbotschaften in Horrorfilmen oder die mentale Verarbeitung des Vietnam-Traumas im amerikanischen Actionfilm der 80er Jahre. Ui! Gruß Laurent, das ist aber leider haben wir uns für die Remakes, aber nee, nicht leider, sondern guterweise haben wir uns für die Remakes entschieden und ja, wer fängt an, Denise? Aber man muss ja sagen, es ist ja ein gutes Thema, man kann ja überlegen, ob man das irgendwann doch nochmal in Angriff nimmt. Absolutely. Also das mit den Actionfilmen 80er, da muss ich doch sofort an Rambo denken, aber geil. Oder Predator oder so. Genau. Predator, wie Claudi vielleicht sagen würde. Predator? Predator. Großartig. Okay. Gruß an Claudi. Hey. So, ja. Okay. Ich hab, muss sagen, natürlich hatte ich ein, zwei Filme gleich im Kopf, aber ich musste recherchieren, um überhaupt nochmal einen Überblick zu kriegen, was ist denn alles ein Remake? Mhm. Weil erstens gibt es doch mehr, als ich dachte und auch andere Filme, als ich gedacht hätte, die Remakes sind. Ja. Nur mal so um meine Herangehensweise. Man muss dazu sagen, die Entscheidung ist aber auch vor 2, 3 Tagen erst gefallen. Und deswegen war jetzt die Zeit, um vielleicht noch zu versuchen, Originale nachzuholen, für mich auch gar nicht so einfach. Mhm. Weil das war natürlich auch mein Gedanke, versuchen noch die Originale zu gucken, um einen Vergleich zu haben. Hat leider nicht geklappt. Gucken wir mal, ob wir das dann irgendwann bei anderen Sachen besser hinkriegen. Wobei man ja dann meistens nicht noch Originale gucken muss, sondern nur den Film, über den man so reden möchte. Ich für meine 5 Filme, die ich mitgebracht habe, muss ich sagen, sind 4, die ich gut finde und einen, den ich nicht gut finde. Okay. War so im Gucken von den ganzen, was gibt es so, gab es so einen bei, wo ich mir dachte, okay, den muss ich mal mitbringen, weil ich den ganz furchtbar finde. Ja, da bin ich immer gespannt. Und den habe ich natürlich in die Mitte gesetzt, damit es ein bisschen spannend bleibt. Okay, ja. Und ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an. Ja, bitte. Ich habe, oh Gott, alte Frau, Moment. Ach. Ich habe nicht alle Filme auf Blu-ray oder DVD, aber mein erster Film ist True Grit. Ach, das ist ein, Remake? Yes, wusste ich auch nicht. Okay. Kommen wir erstmal zum Original. Der Original, also im Deutschen heißt der Original der Marshall oder auch True Grit. Ja. Hat auch eine FSK 12, ist 2 Stunden 8 und startete am 21. August 1969 in den Kinos. Okay. Und ist mit John Wayne in der Hauptrolle. Jetzt weiß ich auch, warum ich den nicht gesehen habe. Mit Kim Darby, Robert Duvall und Dennis Hopper. Oh. Das wusste ich alles und natürlich Hopper auch nicht. Dennis Hopper mit John Wayne zusammengespielt? Ja, hat er. Henry Hathaway hat Regie geführt, der unter anderem auch Niagara, den ich sehr mag, mit Marilyn Monroe gemacht hat. Den kenne ich auch nicht. Schöner Film.
Ja? Ja. Und auch hier ist es tatsächlich ein abgebrühter, ständig angetrunkener US-Marshal und ein Texas Rangers helfen einer dickköpfigen Teenagerin dabei, den Mörder ihres Vaters im indianischen Territorium aufzuspüren. Und okay, dieser Original ist bei Paramount Plus inkludiert und kann man dort schauen. Okay. Genau, und das ist das Original. Und jetzt kommen wir zu dem Remake, und das ist der, den ich gesehen habe, True Grit, und ganz fantastisch fand. Ja. Was auch ein Drama und Western ist wie beiden, auch eine FSK 12, ist eine Stunde 50 lang, startete am 24. Februar 2011 in den deutschen Kinos. Ja. Ist mit Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld, Josh Brolin und noch einigen anderen und ist von den Coen-Brüdern. Die kennt man ja. Natürlich. Die haben Arizona Junior, Fargo, The Big Lebowski und noch vieles anderes gemacht. Und viele, gerade von den älteren Filmen, mag ich sehr von den Jungs. Und hier ist es halt genau das Gleiche. Ein ständig angetrunkener, betrunkener US-Marshal hilft einer sturen Teenagerin. Okay. Den Mörder ihres Vaters zu finden. Und auch dieser Film ist bei Paramount Plus inkludiert. Ist das ein Film, wo du sagen würdest, der ist wirklich gut? Ja. Okay, weil ich habe den nie gesehen. Ich persönlich fand den unglaublich stark. Also allein die Darstellerriege spricht ja schon mal für sich. Ich bin nicht so der Riesen-Western-Fan. Also ja, ich tue mich mit diesem Genre etwas schwer. Aber ich fand den, also allein, ich fand halt Hailey unglaublich fantastisch. Die ist so, die spielt so unglaublich gut und die ist so, also dieser getriebene Teenager, die den Mörder ihres Vaters finden will, aber andererseits halt auch einfach ein gebrochener Teenager zu sein, fand ich ganz toll. Und die Herren sind halt einfach alle unglaublich gut mit ihrem, das, was sie darstellen und wie... Also auch Jeff Bridges einfach so als dieser Marshall, der auch einfach das Leben schon hinter sich hat eigentlich und sich ja betäubt die ganze Zeit, indem er trinkt und dann plötzlich von so einer kleinen, aufmüpfigen mal ordentlich durchgerüttelt wird. So, das ist toll. Also ich fand es toll gespielt und schön erzählt. Ich mag den echt total gern. Ist das, kann man auch sagen, dass das ein typischer Western ist? Also nee, es ist eher ein Drama. Also es spielt in der Westernzeit. Das ist so das Drumherum, aber ich finde im Endeffekt ist es in erster Linie ein Drama. Okay. Also weil es halt, es geht um diese menschlichen Geschichten, die da erzählt werden. Alle haben so ihr Päckchen zu tragen und so. Also deswegen würde ich sagen, der Hauptaugenmerk ist Drama und nur in einem Western. Okay. Also, könnte ich auch gucken? Ja. Okay. Ich würde den dir glatt leihen. Aber wenn er inkludiert ist, oh Gott, der muss ich ja streamen. Nee, dann leihen wir lieber. Ich habe keinen Paramount Plus. Ach nee, stimmt, Paramount Plus, ja. Nee, hab ich auch nicht. Deswegen, ich habe nur Disney Plus. Ja, aber der ist auf jeden Fall, aber beide kann man tatsächlich auf Paramount Plus schauen, inkludiert. Okay. Also, weil ich habe mir diesmal, weil wir nachgefragt hatten, kam jetzt noch nicht so viel Resonanz, aber ich dachte mir, dass ich bei allen Filmen, die wir in einem Podcast besprechen, versuche mal zu gucken, ob sie irgendwo inkludiert sind. Also ich werde nicht sagen, wenn du die jetzt leihen kannst digital oder kaufen kannst digital, das finde ich, kann man selber recherchieren, aber wenn sie irgendwo halt inkludiert sind und man den Anbieter zur Verfügung hat, dass man wenigstens weiß, okay, den kann ich da gucken. Also wenn ich jetzt gleich darüber spreche, über meinen, kann ich das leider nicht sagen, weil ich muss dazu gestehen, ich bin kein Streaming-Freund, wa? Ich auch nicht wirklich, also aber ich möchte es als Service anbieten für alle anderen. Da musst du das leider nachtragen bei mir. Nachtragen ist ja egal. Es ist ja, ich finde auch, nicht jeder, mein Gast muss nicht das machen, was ich mache. Also ich mache mir die Mühe, weil ich da Spaß dran habe. Aber ich erwarte das jetzt nicht von meinem Gast. Klar, wenn jetzt ihr als Publikum sagt, wir hätten das aber ganz gerne, dann muss ich mir noch überlegen, ob ich das mache oder mein Gast einfach nacharbeiten muss. Ja, gut. Nein, aber dann kann ich es ja in die Beschreibung noch schreiben. Ja, die inkludiert sind, kann ich sagen, da, den Film gibt es da. Ja. Dann kann man das immer noch machen, klar. Aber das ist so, also True Grit. Ich sage, ich weiß nicht, wie es original ist. Ich tue mich natürlich aber auch natürlich mit Western und ein bisschen mit John Wayne schwer. Ja, geht mir absolut genauso. So, aber Robert Duvall liebe ich. Ich liebe Dennis Hopper. Also deswegen, da sind zumindest Leute bei in dem Alten, den ich mag. Deswegen wäre es für mich zumindest ein Versuch, den trotzdem irgendwann mal nachzuholen. Und zumindest zu gucken,
Funktionierte das damals schon genauso? Ich habe ja, finde ich, ein bisschen den Vorteil, ich bin nicht so ein Mensch, der sagt, oh Gott, der ist jetzt, also ich habe die Sehgewohnheit nicht mehr von damals. Das kann ich relativ gut abschalten und sagen, okay, ich versuche den zu gucken für damals und das danach. Hm. Natürlich kann man auch nicht immer alles abstellen, aber wenn der jetzt, also True Grit ist auch ruhig erzählt, also es ist jetzt keine moderne Erzählweise. Und ich mag ruhige Filme. Ich finde, mir sind manche heutzutage einfach zu hektisch, zu viel, zu nehmen sich nicht mehr die Zeit für gewisse Dinge. Und da ist meine Sehgewohnheit eher die alte, in Anführungsstrichen. Und ich mag das streckenweise lieber. Ich mag zwar auch mal Filme, die gib ihm und Kopf abschalten, gar keine Frage. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, wenn er gut ist, dann manchmal doch lieber die Zeit nehmen für die Geschichte. Ja, so. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mal etwas, was ich mir mal antun kann, ja. Sehr gut. True Grit. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Pass auf, ich habe etwas, was wahrscheinlich jeder von mir erwartet hat, wollte ich ein bisschen umgehen und habe mich dazu entschieden, dass ich genau das bediene, was man mir nachsagt. Es geht um The Hills Have Eyes, das Remake von 2006 von Alexandre Aja, oder ist ein Franzose, ja. Wird er Aja oder Aja geschrieben, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ein großartiger Film über degenerierte, atomverseuchte Mutanten, die in der Wüste wohnen. Kommt und, ja ganz selten vor, aber und, Wüste ist nicht ganz so oft. Und eine Familie dahin meucheln wollen. Mhm. Interessanter Film, ich weiß nicht, du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen. Richtig, also kennen vom Namen, aber nicht gesehen, ja. Großartiger Film und eigentlich habe ich alles eigentlich schon erklärt jetzt. Also die ganze Story ist einfach, und eine Familie fährt mit... Von was ist es denn das Remake? Du wirst es kaum glauben, aber es ist das Remake von The Hills Have Eyes. Okay, Von Wes Craven. Von Ach, der Wessi! Ja, und das ist auch ganz interessant, weil das Original ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Und es ist von daher wirklich sehr gut. Also mal ein Remake, wo man sagen kann, es hat wirklich Sinn gemacht, dass es geremaked wurde. Was interessant ist, in der deutschen Synchro übrigens beim Original ist, dass das sind ja Verseuchte, die sind ja durch atomare, die haben ja damals in der Wüste immer so viele atomare Tests gemacht, die Amerikaner. Ne? Und dadurch ist dann irgendwie, wisst ihr, irgendwie Mutationen entstanden und so. Und das ist halt so eine Familie, die in diesem Atomtestgebiet in der Wüste irgendwo wohnt, ja, und da zurückgezogen halt, lebt und irgendwelche auf Menschen wartet, um die irgendwie da, um davon zu leben. Die fressen die halt auf, sind halt Kannibalen etc. pp. Und beim Original ist das natürlich auch so im Englischen, aber die Zensur in Deutschland ist natürlich so, dass die das so gemacht haben, dass sie die Synchronisation geändert haben. Das sind dann also laut Synchronisation keine Mutanten von irgendwelchen Atombomben, sondern es sind, sie bezeichnen sich dort als Außerirdische. Ja, also die sind laut Synchronisation, das ist eine, ganz interessant, das ist eine Zensur durch Synchronisation. Ja, also die Story. Hat man ja auch nicht so oft. Ja, das hatte man, glaube ich, gar nicht. Ja. Und also, dass eine Story komplett gewandelt wird, nur durch ein anderes Synchron-Dialogbuch. Ja, und. Das entschärft natürlich die ganze Story, ja. Und klar. Hat es hier eigentlich zum Vorteil des Remakes, dass es technisch mehr Möglichkeiten hat? Also neben der Geschichte ist es ja bei manchen Sachen dann doch besser, wenn man Technik zur Verfügung hat. Naja, wie gesagt, das Original... Also, oder sagen wir auch nicht nur Technik, Maske, also alles, was dazu gehört. Entschuldigung, ich muss mal kurz eingreifen. Guck dir mal diesen unglaublichen schönen Riesenbogen an. Entschuldigung, wir müssen mal kurz aus dem Fenster gucken für unsere Hörer. Oh. Ist der nicht schön? So, jetzt können wir weitermachen. Und so passend. Ja, Abgrund mit. Okay. Also sagen wir sowas wie Maske, Make-up, dieser ganze Kram bezeichne ich jetzt mal als technischen Fortschritt. Der ja für solche Geschichten manchmal zum Vorteil ist, wenn man da mehr rausholen kann als in den alten Zeiten, sag ich mal. Naja, klar, du hast natürlich, wird natürlich alles gezeigt. Ja? Da wird also wirklich da, wo normalerweise weggeblendet wird, da gibt der Film natürlich echt alles, ja. Und auch macht doch ein bisschen Bock, ja. Also schon, also wer an sowas Spaß hat an solchen Horrorfilmchen, der hier wird hier vollstens bedient und es ist wirklich ein. Ja, also ich glaube, das ging sogar so weit, dass der teilweise sogar, ich
war der nicht sogar, ich glaube, der war sogar, glaub ich, mal kurze Zeit, glaube ich, auf dem Index. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ich kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle. Aber Wes Craven lässt sich drüber aus. Im Guten weiß ich gar nicht. Na, Audiokommentar von dem Produzenten Wes Craven. Achso, dann ist er sogar Produzent, da siehst du, habe ich gar nicht recherchiert. Na, sie ist so Recherche, gut, dass ich so mal auf die Höhle gucke, ja, für unsere Hörer. Nee, also er ist Produzent dieses Films, das heißt, der hat auch sein Okay dafür gegeben, das ist doch schon mal gut. Ja, hätte ich aber an seiner Stelle auch, weil das Original wirklich ja Mist ist. Ja? Von daher ist das hier wirklich ein Film, wer das Original kennt und das Remake nicht, sollte definitiv den Schritt wagen. Und, das Remake und sich das Remake einfach mal geben. Sehr schön. Ja. Gut, dann ich habe einen Film, der im Prinzip aus diesem, nicht ganz so hardcore, aber aus diesem Bereich kommt. Nein. Doch. Ich werde verrückt. Ja. Aber das ist noch nicht die Mitte. Also das ist noch nicht der schlechte ist, Film. Nein, das okay. ist ein hervorragender Film. Okay. Und das ist Die Fliege. Ja. Ja, geil. Ich habe, glaube ich, das Original irgendwann mal gesehen. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich dran erinnern. Fangen wir wie immer bei mir erst kurz mit dem Original an. Ja. Hatte eine FSK 16, eine Stunde 34 lang. Startete am 3. Oktober 1958 in den deutschen Kinos. David Haddison, Patricia Owens, ich glaube, die ganzen Darsteller kennt man jetzt wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, da macht Vincent Price mit. Ja, Vincent Price wäre mein nächster gewesen, den kennen sogar ich auch. Ja, sehr gut. Regie hat Kurt Neumann geführt. Der hat unter anderem die Tarzan-Reihe gemacht mit Johnny Weissmüller. Tarzan. Mhm. Ja. Ganz spannend, ich weiß, aber ich habe immer versucht, irgendwelche Filme, die man vielleicht kennt oder Namen, die einem was sagen, damit man so einen Bezug zu diesen Personen hat. Ein Wissenschaftler hat einen schrecklichen Unfall, als er versuchte, sein neu erfundenes Teleportationsgerät zu benutzen. Ja. Um mal kurz, gilt als Drama, Horror, Sci-Fi. Ich glaube, deswegen mag ich auch Die Fliege so gern, weil es für mich auch eher ein Drama ist. Ja. Als Horror-Sci-Fi, also das ist um drumherum, also das ist die Geschichte, aber im Endeffekt ist es ja ein Drama, also ne, die menschlichen Abgründe, die man so. Diesen Film gibt es leider nirgendwo inkludiert, das Original. So, und jetzt gibt es Die Fliege. Ist Drama, Horror, Sci-Fi, ist ne, klar das Gleiche. FSK 16, eine Stunde 36, startete am 1987 in den deutschen Kinos. Und Jeff Goldblum spielt die Hauptrolle. Gina Davis, John Getz und noch so ein paar andere. David Cronenberg hat Regie geführt, der bekannt ist für eher außergewöhnliche. Für Body Horror ist er bekannt. Genau. Also, was ja in dem Fall auch absolut zutrifft. Ja, Naked Lunch, A History of Violence, Cosmopolis. Also er macht auch andere Filme. So. Ja. Genau, und hier ist es auch ein brillanter, aber exzentrischer Wissenschaftler, und das finde ich, spielt Jeff Goldblum so fantastisch, beginnt sich in einem riesigen Mensch-Fliegen-Hybrid zu verwandeln, nachdem er sein eigenes Experiment schrecklich schiefgelaufen ist. Und dieser Film ist bei Disney Plus inkludiert. Tatsächlich. Das heißt, wer Disney Plus hat, kann sich den angucken. Ich habe ihn lange, lange nicht mehr gesehen. Also es ist ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich weiß, dass er mich unglaublich beeindruckt hat. Einerseits natürlich auch für die Möglichkeiten damals, diese Verwandlung Stück für Stück zu diesen Hybridwesen in Richtung Fliege, weil ich damals auch sowas wie American Werewolf und so mochte ich total gern, den liebe ich immer noch sehr. Mhm. Und das war ja damals so die Zeit, als es auch ein bisschen mehr aufkam. Und ich finde halt, Gina Davis und Jeff Goldblum spielen beide fantastisch. Ja, die passen gut zusammen in den Film, ja. Genau, die Chemie stimmt und Jeff Goldblum ist halt wirklich so, ich mag halt dieses wirklich extrem exzentrische und sich reinsteigern in dieses auch Wollen. Also im Prinzip sich gar nicht, also irgendwie schon wehren, aber auch nicht so richtig, weil eigentlich ist es ja das, was man irgendwie auch wollte. Und nicht, und aber ich, ja, also ich finde den halt unglaublich spannend und unglaublich gut gespielt und deswegen mag ich den unglaublich gerne. Der ist so Hammer. Also mich wundert gerade ein bisschen, dass du gesagt hast, dass der ab 16 ist, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass der nicht ab 16 ist, aber manchmal werden sie aber auch irgendwann runtergesetzt, weil danach
Films. Bin mir ziemlich sicher, dass er immer noch ab 18 ist. Und das auch, muss ich auch sagen, auch wirklich zu Recht. Ja? Also was man da sieht. Zumindest bei IMDb ist er ab 16. Okay. Ich habe jetzt mir keine Blu-ray-Hülle oder so angeguckt, was da drauf steht. Aber nach denen ist der ab 16. Okay. So, also weiß ich nicht. Aber ja. Aber ist natürlich auch sehr schön. Also bei dem ist auch ein Film, den wollte ich mir eigentlich auch hier. Weil ich dachte mir kurz, dass es vielleicht der ist, den wir beide haben. Ja, aber der hätte ich auch beinahe mitgenommen, weil der auch wirklich gut ist. Das ist wirklich, und das ist auch ein Remake, wo ich sagen muss, wie gesagt, ich bin ein großer Vincent Price-Fan. Das kannst du aber natürlich auch nicht mit dem Original vergleichen. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche, also natürlich die Thematik ist ungefähr die gleiche, aber das sind beides Mega-Filme, aber auf ihre eigene Art natürlich jeweils gut. Ja? Also und gerade diese Verwandlung hier von Jeff Goldblum, also nicht nur visuell, sondern auch wie er sich so verändert vom Typ her, ja. Das ist natürlich großartig. Du siehst ja am Anfang, dass er so ein Trottel ist, eigentlich mehr so ein hier mit, so ein völliger Wissenschaftler, ja, so richtig nerdy. Ein Kloppi, ja. Und am Ende ist das ja ein richtig aggressiver Freak eigentlich, ja. Und das ist schon schön, wie man da so zusehen kann. Du siehst ja nicht nur den körperlichen Verfall, sondern auch, wie der auch geistig schon völlig abdriftet. Ja, genau. Das ist halt das, also deswegen, ne, weil das auch hier das Hauptaugenmerk auf Drama ist, ist es das, was den Film so nochmal besonders macht, finde ich. Aber die Entwicklung, also Jeff Goldblum ist halt einfach fantastisch. Also das kann man einfach nicht anders, der spielt. Du lebst es halt alles mit ihm durch, von dem nichtssagenden kleinen Hansel zu dem, was er wird. Und das finde ich ist, aber solche Filme leben halt auch einfach von guten Schauspielern. Also guten Drehbüchern, guten Schauspielern. Und wenn es dann noch ganz nette visuelle Effekte sind, dann ist es halt schön. Aber im Endeffekt lebt es halt von der Schauspielerei, von dem, ja, klar, was transportiert wird und ob er einen abholt oder nicht mit seinem Spiel. Ne? Ja, das hat ja hier definitiv, also bei mir, bei dir anscheinend auch, hat das offenbar sehr gut geklappt. Und absolut. Und ich glaube, der hat, ich weiß ja nicht, ob Jeff Goldblum dafür auch einen Oscar gekriegt hat. Also ich weiß, es gab einen Oscar für die Effekte auf jeden Fall. Verdient, weiß ich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher, aber das habe ich, ne? Ich glaube, da gab es sogar ein paar Oscars für den Film. Was komisch ist, weil gab es keine, ich glaube, da gab es sogar eine Diskussion, weil es damals noch für Horrorfilme keine Oscars gab. Was eigentlich totaler Blödsinn ist. Aber ich will mir jetzt auch nicht hier, wenn es einer weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, nicht in meine. Ja, in die Kommentare. Ich bin zu viel auf Instagram. Schreibt mir, aktiviert die Glocke und macht. Aber macht all das. Genau, macht es. Wenn es einer besser weiß, schreibt es rein. Ja, genau. So, ja, what's your next? What's your next? Ja, what's your next ist, jetzt bin ich hier irgendwie in das Ding gekommen. Ich hoffe, es ist alles noch gut zu hören. Ja, der Ausschlag ist immer noch fantastisch. Wir kommen zum nächsten Knüller. Es ist ein Film, ein Remake von 1986 zu einem Film von 1953. Es handelt sich natürlich um die Invasion vom Mars. Und, das ist ein Film, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diesen Film von 53, den habe ich zwar gesehen, ich kann mich aber schwerlich daran erinnern, weil der echt krass belanglos ist, ja. es ist wirklich so, es ist halt ein Schwarz-Weiß-Film und so, was nicht heißt, aber der ist halt wirklich sehr zahm und ziemlich, und ich glaube, damals in den 50er Jahren war das ein Knaller, die hatten ja sowieso sehr viele paranoide Situationen oder Filme gedreht, wo die Paranoia doch sehr im Vordergrund war, dass irgendwas irgendwie Atom und vom anderen Stern und etc., das war ja ein ganz großes Thema damals in 50ern im Kinobereich und da kam dann halt auch Invasion vom Mars raus, was ein totaler also wirklich, ich glaube, da schlafen selbst Kinder zu ein, ganz schlimm. Also und ich habe als Kind, in den 80ern, als der rauskam, habe ich den irgendwann mal im Fernsehen gesehen und war hellauf begeistert. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, dass dieser Film so heißt und als der jetzt irgendwann rauskam, grandios. Also es geht darum, ihr merkt schon, es ist heute wirklich so, ich bringe mir Filme an, da sagt eigentlich schon der Titel alles, was worum es in diesem Film geht. Es geht um eine Invasion vom Mars. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht mal, was die eigentlich hier wollen. Sie landen irgendwann, ein kleiner Junge kriegt es mit und sieht als einziger, dass ihr irgendwas nicht stimmt, dass da ein Raumschiff hinter seinem Haus gelandet ist, mitten in der Nacht, und er kriegt das mit
und niemand glaubt ihn halt. Mhm. Ja? Und das ist eben viele Leute, die also da sind ja immer. Die werden irgendwie in dieses Raumschiff reingezogen, die Personen aus diesem Dorf, und kommen dann völlig verändert zurück. Mhm. Ja, weil die irgendwie, was, keine Ahnung, die werden da umgemodelt irgendwie, mhm, als Marsianer oder was, keine Ahnung. Also, man muss dazu sagen, dieser Film ist zwar ein Kultfilm, aber es ist, keiner weiß eigentlich warum. Wahrscheinlich aus Charmegründen, weil er einen schönen Charme hat, der Film, aber die Story ist jetzt nicht das, wofür man jetzt sagen kann, Top-Film, wow, bester Film, dafür krieg ich jetzt einen Oscar. Aber er macht Spaß. Es ist halt ein schöner Film und ein schönes Remake auch. Und Tobi Hooper kennt der eine oder andere vielleicht auch, der Erfinder des Texas Chainsaw Massacres, ja, oder von Life Force. Oder vielleicht sogar der geheime Regisseur oder der offizielle Regisseur von Poltergeist, wo wir ja nur alle wissen, dass das ja eine Legende ist, denn wir wissen nicht genau, bis heute ist der Mythos, dass eigentlich Steven Spielberg den Poltergeist gemacht hat. Aber das werden wir wohl niemals mehr erklären, weil Tobi Hooper mittlerweile tot ist. Und Steven Spielberg wird es nicht sagen würde. Ja. Also für die, die jetzt gerade nicht bei YouTube schauen, sondern nur zuhören, natürlich hat Schwecke wieder die schöne Stielbock hier. Ja. Und ich muss sagen, die Viecher, die man hier, die Marsianer, die man hier sieht, sehen voll geil aus. Also das Cover sieht so geil aus mit den Farben und wie das gezeichnet ist, das sieht mega geil aus. Ja. Und sie erinnern mich, also zumindest hier so aufgerissen, ein bisschen an die Critters. Ja, stimmt. Also weil ich liebe Critters. Ja. Also den ersten und zweiten, glaube ich. Ja. Aber so von der Art her, der Figur, sehen die hier ein bisschen ähnlich aus, finde ich, so vom Stil her. Ne? Das stimmt, aber nur auf diesem Bild, weil die nämlich in Wahrheit riesengroß sind. Ja? Also Critters können auch über 2 Meter groß werden. Also nicht so, als wären die klein. Die wachsen mit jedem Fressen. Stimmt, in irgendeinem Film waren die ja riesig, oder? Nee, mit jedem Fressen werden die größer. Also wenn die... Oh, bei Critters erinnere ich mich noch an diese Critters-Kugel. Die gibt's klein, ne? Und sie werden dann aber irgendwann auch so mit 2 Beinen und ne, großen, ja, runden Körper, große Zähne. Die müsste ich mir mal wieder angucken. Ja! Müssen wir mal zusammen gucken? Ja, gerne! Naja, sag mal. Top! Endlich ein Horrorfilm. Ich gehe jetzt auch ins Kino in einen Horrorfilm. Aber egal. Ich hoffe, es ist nicht Evil Dead Rise. Doch. Mich hat jemand gefragt, ob ich mit ihm da reingehen würde. Aber nicht zur Premiere. Nee, der läuft doch schon, oder? Nein. Was? Nein, der kommt da erst noch. Wann denn? Im April. Erst? Ah, okay. Nee, da das ein Warner ist, war ich natürlich nicht eingeladen. Ach, das ist Warner. Ja, deswegen waren wir beide, der Kollege von mir als Kritiker und Icke, waren beide nicht eingeladen, weil wir von Warner nicht eingeladen werden. Gruß an Warner. Genau, Warner ist immer nicht so einfach reinzukommen in die... Nee, egal. So, ja, auf jeden Fall... Ja, also erinnern die mich dran, wir gucken jetzt Critters 1 ja, und 2. aber es sieht voll geil aus. Trotzdem, das Bild ist mega geil. Und du kennst den Film nicht? Nee. Es ist ein großartiger Film, den musst du wirklich gucken. Da macht noch Louise Fletcher mit, wenn die dir was sagt. Nee. Gut. Schön mal drüber gesprochen. So. Louise Fletcher ist auch aus die perverse Krankenschwester aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Ah, dann kenne ich sie. Ich wusste den Namen nicht, aber die kenne ich natürlich, weil ich liebe Einer Flug übers Kuckucksnest. Ja. Und deswegen kenne ich sie natürlich. Ist ja witzig. Ja, und das ist, für mich ein so, ich finde ja so, in den 80ern kam sowieso, die schönsten Filme kamen eigentlich in den 80ern raus. Ich der Meinung. Das Original ist hier sogar mit Druff. Ja, ich weiß, das ist ja nice. Ja, ist cool. Und sogar, glaube ich, in HD. Ja, ja. Und US daher weiß und ich Euro-Fassung auch, in HD. Ja, deswegen weiß ich auch, dass der gar nicht mal so geil ist. Also, ich habe den vorher nicht gesehen. Ich kannte wirklich nur das Remake vorher. Ah, und habe dann gedacht, oh, Wunder, was, wie geil. Jetzt kann ich endlich mal den Urfilm sehen und war bitterst enttäuscht, ja, weil er wirklich absoluter Käse ist. Ja? Okay. Aber das ist ein Film, kann man sich mal geben. Das ist ein Knüllerfilm hier, das Remake. Ja? So. Ja, das war das. So. Ich komme jetzt mal zu meinem schlechten Film. Oh. Also, jetzt muss ich hole mal kurz aus. Also, ich finde das Original furchtbar. Ja. Und ich finde das Remake furchtbar. Und ich finde das Re-Remake, habe ich nicht gesehen, glaube ich, ist aber die beste Fassung von dem Ganzen. Moment mal. Du noch ganz früher. Du, das Original, das Remake und das Re-Remake. Ja, also es gibt ein, also das Original ist aus den Ende 60ern. Dann gibt es ein Remake von 2001 und es gibt ein Remake von 2017, glaube ich, oder so. Du wirst gleich merken, worum es geht. Okay. Da streiten sich. Viele lieben gerade das Original.
Und ich habe den gesehen und ich konnte damit nichts anfangen, aber weil ich mich allein schon mit dem Hauptdarsteller echt schwer tue. Ich finde die Geschichte grundsätzlich eine gute Idee. Ja. Ich finde nur den Film furchtbar. Beide. Ich fange mal mit dem... Aber halt, Remake. Also es gibt 3 Versionen. Ja. Und du findest alle 3... Nee, die dritte hast du nicht gesehen. Die dritte habe ich nicht gesehen, die will ich jetzt nochmal gucken. Ja. Aber von den Trailern her und von der Machart und wie es aussieht und wer mitspielt und ähnliches, glaube ich, dass sie mir tatsächlich gefallen könnten. Ja. Aber ich habe sie noch nicht gesehen, deswegen kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das Original, das Remake für mich furchtbar ist. Ja. Wobei das Remake alle furchtbar finden. Und das von einem Regisseur ist, von dem man viele Filme sonst eigentlich mag. Es dampft schon ein bisschen. Absolut, sieht man es. Ja. ja. Warte, pass auf. Die Kappe schmilzt. Okay. Ja. Also, der Film, ich möchte eigentlich, okay. Es geht um Planetaffen. Oh ja. Also so, ne? Ich sage, da streiten sich die Leute, weil es gibt ja viele, die tatsächlich das Original abgöttisch lieben. Mhm. Deswegen, es tut mir sehr leid, aber ich konnte damit nie was anfangen. Der hat eine FSK 12, ist eine Stunde 52, startet am 3. Mai 68 in den deutschen Kinos. Mhm. Charlton Heston spielt die Hauptrolle, das ist auch der mag diesen Typen nicht. Absolut nicht, nee. Roddy McDowell, Kim Hunter, keine Ahnung, noch zig andere. Regie Franklin J. Schaffner. Der hat unter anderem auch gemacht Patton, Rebell in Uniform. Der wurde, glaube ich, auch remaked vor ein paar Jahren. Patton. Ist so ein Soldat, der auch so und dann sich wehrt. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber es ist irgendwie, ich glaube, der wurde jetzt vor 4, 5 Jahren nochmal neu gemacht. Ja. Und Papillon ist auch von ihm. Das gibt's auch als Remake. Ja, das weiß ich. Genau. Und da klingt aber nur mit Original. Und ich das Remake zumindest okay fand. Also es ist natürlich nicht so gut wie das Original, aber ich fand es in Ordnung. Also so. Na, aber, aber auf jeden Fall ein Mann, der Filme macht, die geremaked werden. Ja, offensichtlich. okay, kurze Beschreibung. Eine Besatzung von Astronauten erleidet in ferner Zukunft eine Bruchlandung auf einem Planeten, der intelligente, sprechende Affen die dominante Arte sind und die Menschen als Sklaven halten. Bei Disney Plus inkludiert. Ja. So. Und dann gibt es dieses Remake von Tim Burton und der gesagt hat, der will das unbedingt und keiner, was hat denn der da für eine Scheiße hingelegt? Entschuldigung. So. Also, kurz die Eckdaten, bevor ich mich richtig aufrege. Der hat auch eine FSK 12, ist eine Stunde 59 lang, startet am 30. August 2001 in den deutschen Kinos, ist auch ein Action-Abenteuer-Science-Fiction-Film. Und da spielen lauter Leute mit, die ich eigentlich mag. Also deswegen war das so schlimm. Ein Regisseur, den ich mag, Darsteller, die ich mag. Und dann die Mark Wahlberg, Helen Bonham Carter, Tim Roth, Michael Clark Duncan, Estella Warren und noch so ein paar andere. Tim Burton als Regisseur hat gemacht Beetlejuice, Batman, 89er Batman, Edward mit den Scherenhänden und 1 Million andere Filme. Ja. Viele, die ich mag. Die letzten wird es ein bisschen schwieriger. Mhm. Also gut, Disney-Realverfilmungen gehen einfach gar nicht. Deswegen fand ich Dumbo auch nicht so richtig gut. Ach, den wollte ich immer sehen. Habe ich nicht gemacht. Also, der funktioniert auch nicht, auch wenn er von Tim Burton ist. Der ist, glaube ich, der bessere, finde ich ein bisschen bessere von den meisten Realverfilmungen nach Die Schöne und das Biest und den fand ich auch nicht gut. Ich weiß. Aber der ist... Ich habe den Podcast gehört. Besser als manch, aber die sind alle nicht so richtig. Hier ist es so, dass 2029, das fand ich jetzt ein bisschen erschreckend, dass das ja bald ist, wann ja, dieser Film spielt. 2029? Spielt Planet der Affen von 2001. Ach echt, ja? Ja, stürzt ein Astronaut der Air Force auf einen mysteriösen Planeten ab, wo hochentwickelte sprechende Affen über primitive Menschen herrschen. Bei Disney Plus inkludiert. Und dann gibt es ja die Caesar-Reihe, also Planet der Affen mit Dings. Und ich sage ja, ich habe sie nicht gesehen, aber so von der Optik, von der Düsternis, von der, dass sie nicht alle sprechen können, sondern eigentlich alle noch Affen sind, außer, oder nicht... so fließt, also nicht so menschlich sind wie die, sondern immer noch Affen sind, intelligent sind, Caesar ja auch sprechen kann. Naja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass die Caesar-Trilogie, was sind da 3? Ja. Sind 3, ne? Das ist ja eigentlich auch nicht kein direktes Remake. Das ist ja eigentlich die Prequel, kann man ja sagen. Ja, natürlich. Also Caesar ist ja der, ich weiß gar nicht, ob das Original... ob die den nicht auch schon erwähnen, dass er der erste Affe war, den die eigentlich alle vergöttern, weil er der erste war, der gesprochen hat.
Also eigentlich ist es ja die Vorgeschichte zu Planet der Affen. Aber natürlich rein ja, von der Story her und allem und von der Machart her ist das natürlich das Professionellste von allen, ja. Und auch das Interessanteste. Und auch das, was du am meisten abnimmst. Ich muss sagen, ich mag, ich finde das Original eigentlich auch ziemlich gut. Mhm. Aber es geht mir da genauso wie dir. Ich kann Heston überhaupt nicht, also ich finde ihn absolut widerwärtig, den Typen. Ja. Aber das Problem ist, er hat in sehr vielen guten Filmen mitgemacht. Und leider ist er immer da. Mhm. Ja, also leider hat er anscheinend Newton Riecher für Rollen gehabt, aber leider ist er es immer. Ja, irgendwie. Ja, und zum Remake hier von Tim Burton ist natürlich, ist eigentlich auch ein guter Film. Das Problem ist, finde ich, es ist halt auch überhaupt nicht in keinster Weise zu sehen, dass es ein Tim Burton-Film ist. Es ist der einzige Film, der wirklich aus seinem kompletten, er hat ja immer diesen eigenen Stil, sehr düster und so, ein bisschen bizarr und alles, das ist hier komplett weg. Ja, also das, ich finde, du erkennst eigentlich in keiner einzigen Szene, dass das von ihm ist. Ja. Und wahrscheinlich ist das auch das Problem. Also der hätte ja, wenn er auf Planet der Affen im Film steht und so, Planet der Affen ist ja auch kein schlechter Film, ich mag ihn halt einfach nur nicht. Mhm. So, also ich möchte nicht urteilen, dass der Kacke ist, sondern ich sage ja, die Geschichte ist interessant und so, ich mag ihn einfach nur nicht. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es ihm besser getan hätte, die Geschichte in seinem Stil zu machen. Also zumindest ein Stück weit. Also ne, es muss jetzt nicht natürlich ganz solche Fantasiewesen oder überhaupt, aber diese Düsternis, dieses die fehlt, ja. Dieses ein bisschen auch ein bisschen kritischer und härter sein, finde ich. Also diese Thematik, es geht ja immer ein bisschen um dieses Herrschen und Sklaverei, also immer dieses, wer die Macht hat, ob das die Affen sind oder wir, ist ja im Prinzip egal, aber wir reagieren alle im Prinzip gleich. Also wir machen die gleichen Fehler in Anführungsstrichen und gleichen Herangehensweise an gewisse Dinge. Und ich finde, Tim Burton ist in seinen anderen Filmen streckenweise halt kritischer und ein bisschen auf seine Art hinterfragt besser. Mhm. Und das finde ich, fehlt hier absolut. Und ich glaube, deswegen finde ich den auch einfach, der hat nichts. Das ist einfach, das ist so ein Abziehbild. Ich finde, der Film hat nichts Besonderes. Also, auch wenn es kein Tim Burton war, das ist halt einfach eine modernere Kopie von etwas, aber nichts Eigenes. Es hat nichts, ja. Naja, vor allen Dingen ist es schon so mehr so auf Hollywood gemacht. Ja, das siehst du ja auch schon. Das ist schon mehr so ein bisschen auf lustig und ein bisschen auf cool gemacht, so dieses Remake. Was beim ersten halt, das war ja ein ernstzunehmender Film, in Anführungsstrichen. Ja. Schon also, mehr Drama, ja. Ja, also das war, da gab es halt auch nichts Lustiges irgendwie, ja. Außer, dass Charlton Heston vielleicht einen Affen geküsst hat. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das natürlich Affenpocken. Halt schwierig, ach ja. Jetzt wissen wir, woher sie kommen jetzt. Aber es ist eben, das ist eigentlich, an sich finde ich den eigentlich gut. Ich habe mir damals mal diese Box gekauft. Das sind ja, glaube ich, 7 oder 8 Filme, Planet der Affen. Und die werden auch immer schlechter, ja. Natürlich. Tatsächlich. Also der erste ist schon der beste, aber es ist halt auch mit Charlton Heston. Und das ist eben ein Problemfaktor, möchte ich mal sagen. Der hat ja auch ein Wort da noch mitgemacht bei Soylent Grün. Und wo es auch ein Remake von gab. I Am Legend, Ich bin Legende. Wie heißt denn das Ding? Ach Gott, wie heißt er denn? Denise, wie heißt er denn? Was meinst du denn? Na, das Original mit Charlton Heston von Ich bin Legende. Na, sage mal, das gibt's doch gar nicht. Der Omega-Mann. So, jetzt hier. Da hat er auch gemacht. Grandioser Film. Aber Charlton Heston. Ja, so. Irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas immer. In dem Falle immer er. Ja? Ja. Also, schade. Gibt halt, so geht's mir leider immer mit Denzel Washington. Ja, verstehe ich gar nicht. Also, verstehen viele nicht, aber er spielt in so tollen Filmen mit. Mhm. Ja? Alles drumherum ist fantastisch und dann sehe ich ihn und denke mir, danke, glaube ich dir nicht. Habe ich das letztens erwähnt? Ich weiß ja nicht, mit Ethan Hawke, ja. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Podcast schon mich ausführlich drüber ausgekotzt, war, über Ethan Hawke. Dass ich den eigentlich überhaupt, also ich krieg eine Gänsehaut, aber nicht, weil es so schön ist, ihn zu sehen, sondern wirklich. Bei mir, und den sehe ich halt total gern und liebe ich abgöttisch und aber so ist es, das kann man, glaube ich, auch nicht erklären, so wie man Dinge nicht essen mag oder wie auch immer. Das kann man sich ja mal nicht aussuchen. Und bei Denzel Washington ist es halt, ich glaube, dass es so ein ganz guter Typ ist. Also immer so bei manchen Aussagen, die er macht, so denke ich, ja, ist gut.
aber ich sage ja, das Hauptproblem für mich ist, ich glaube es ihm einfach nicht, wenn er spielt. Und deswegen funktioniert der für mich als Schauspieler nicht. Okay, ja. Und das Witzige ist, ich habe jetzt letztens, also ich habe The Equalizer nicht gesehen und jetzt habe ich The Equalizer 2 angefangen, weil ich Pedro Pascal sehen wollte. Mhm. Boah, und ich habe nach einer halben Stunde gedacht, nee, ich ertrag das nicht. Also erstens, dass das ja so ein, also so toll choreografiert und Action, wo ich mir dachte, ja, wann kommt die denn? Naja, das ist natürlich gegen Tom Cruise am Start, ne? Das nee, halt, und ich habe nie gerade John Wick 4 das zweite Mal gesehen. Entschuldigung, ja, da geht einiges mehr. Nein, aber das war so, und ich komme an den Mann nicht ran. Aber so ist es mit manchen. Also es ist ja auch witzig, dass ich heutzutage anfange, Hugh Grant. Tatsächlich richtig zu mögen und ich fand den früher ganz, ganz furchtbar und ich habe den nicht ertragen. Und jetzt finde ich den Stück für Stück immer besser. So seitdem er auch mal ein Wichser spielt und ein Arschloch und auch immer mehr sich mal nicht, ich mag halt oft Liebesfilme nicht, deswegen ist das nicht mein Genre. Und er sich ja ein bisschen distanziert und sagt so, ich durfte aber auch in Anführungsstrichen nichts anderes spielen und jetzt darf ich endlich mal, weil ich kann nur was anderes und ich mag eigentlich auch andere Sachen. Und fange ich an, den halt irgendwie immer mehr zu mögen. Also es ändert sich auch manchmal bei Leuten, die ich so, ich habe mal Matthew McConaughey gehasst und heute verehre ich diesen Mann ohne Ende. Was? Wer sei denn das? Weil er ein toller Schauspieler ist und ein guter Typ ist, aber in erster Linie Schauspieler. Seit True Detectives, Dallas Buyers Club, fantastisch. Ich liebe diesen Mann. Toller Schauspieler. Aber egal, aber ja, okay. So kann sich das halt auch mal ändern. Aber Charlton Heston geht immer noch nicht. Nee. Aber der kann ja auch Gott sei Dank nicht. Noch nee, ach, bestimmt nicht. So der war doch schon damals 100. Wie soll der jetzt noch leben? Auf jeden Fall die 100. Wahrscheinlich erst hier. 20. Ja, 20. Meth-Junkie-Syndrom. Das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Naja, überleg dir mal. Ich meine, James Dean war 24, als er gestorben ist und sah aus wie 40. Ja, stimmt. Das ist damals, ne, sah man halt schneller, also weil man ja auch nicht so alt geworden ist wie heutzutage. Egal. Jetzt komm, was ist dein next one? My next one. Achso, hier, kommen wir zu einem guten Film hier. kommen wir zu einem guten Film von Martin Scorsese. Kennst du? Martin, ja. Martin, kennst du? Ja. Hallo Martin, hat einen Film gedreht 1991, ein Remake zu einem Film von 1962 und es handelt sich um Kap der Angst. Ja, super, dann können wir ja beide was zu sagen. Mein nächster Film wäre Kap der Angst. Echt? Ernsthaft, Cape Fear, hier steht. Ja, großartig. Ein Köder für die Bestie. Dann kann ich dir was zu dem Original sagen. Sag mir doch mal was, Denise. Sag mir doch mal was, was ich eigentlich hätte jetzt sagen sollen. Ach, geil. Oh, und da unten ist er sogar. Genau. Okay, dann mache ich mal die Eckdaten. Bitte. Und dann können wir ein bisschen über den Film sprechen. Ich wusste auch nicht, dass das ein Remake ist. Also, also für mich gehörte dieser Film in erster Linie zu denen, ach was, das ist ein Remake. Mhm. Was der Unterschied natürlich zum Original ist, glaube ich, dass es hier kein Vergewaltiger ist im Original. Ah, das weiß ich. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wenn ich weiß, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber ich glaube, dass er hier zwar auch ein Psychopath ist, aber ich glaube kein Vergewaltiger. Das kann sein, weil ich glaube, zu der Zeit wäre das nicht gegangen im Kino. Schwieriger auf jeden Fall. Ja. Okay, fangen wir mal an. Also, ein Köder für die Bestie oder Cape Fear, Kap der Angst. Also, eigentlich heißt er auf Deutsch ein Köder für die Bestie. Ich vermute, wurde er später zu dem so genannt. Okay, das wusste ich. Aber eigentlich heißt er ein Köder für die Bestie. Krass, okay. Ein Psychothriller. Der hat eine FSK 16, ist eine Stunde 41 und ist 62, ich habe das Datum vergessen aufzuschreiben, irgendwann im Jahr 62 in Deutschland in den Kinos gestartet. Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen, Laurie Martin, Martin Balsam sind alles Leute, die dort mitspielen. Ja. Regie hat geführt J. Lee Thompson, der unter anderem Filme der Planet der Affen-Reihe gemacht hat. Echt jetzt? Außerdem ersten, glaube ich, die danach irgendwann hat der zum Beispiel die Schlacht um die Eroberung vom Planet der Affen und irgendwelche solche Schlacht um die, ja, also so ein Kram. Aber er hat auf jeden Fall ein paar von der Planet der Affen-Reihe gemacht. Nee, ist das jetzt ein Zufall? Das gibt's ja nicht. Läuft bei uns, oder? Ja, läuft. Naja, sag mal. Das ist ja verrückt. Und zu Die Ködie für die Bestie, der Psychopath Max Cady kommt frisch aus dem Knast und hat nur eins im Sinn. Rache an seinem Anwalt Sam, kann meine Schrift nicht mehr lesen, egal.
Sam halt. Sam. Dem er seine langjährige Strafe anlastet, ist nicht verfügbar in inkludiert. Das Original. Mhm. Okay. Genau, dann kommen wir jetzt zu Kap der Angst oder Cape 4. Hat auch eine FSK 16, ist 2 Stunden 8 lang und startete am 27. Februar 92 in den deutschen Kinos. Hauptrolle spielt Robert De Niro und Nick Nolte, Jessica Lange und Juliette Lewis spielen die Familie, um die es geht. Regie hat geführt Martin Scorsese, deswegen musste ich schon so ein bisschen grinsen, weil ich dachte, so vielleicht ist das. Der gemacht hat so viel, unter anderem The Irishman, The Wolf of Wall Street, Departed, Casino und Michael Jacksons Bad Video. So. Achtet, hat er gemacht? Ja, da hat der Regie geführt. Der riesen Michael Jackson wusste das gar nicht. Du lachst, das ist wirklich so. Ja, deswegen musste ich das mit rein, weil ich hab ja geguckt, wo hat er Regie geführt, ja, und suche mir ja immer so 2-3 Sachen aus, und als ich gesehen habe, dass er das für Bad gemacht hat, dachte ich mir, dann nehme ich doch glatt mal ein Musikvideo rein, das jeder kennt. Ist ja verrückt. Ja. Das wusste ich echt nicht. Da macht ja auch Wesley Snipes tanzt mit. Stimmt, in Bad. Ja, sehr genau. Lustig, deswegen, egal. So, hier ist es etwas, also ähnlich, aber etwas anders, ein verurteilter Vergewaltiger, der nach 14 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wird, verfolgt die Familie des Anwaltes, der ihn ursprünglich verteidigt hat. Also genau. Die Verteidigung lief nicht so gut. Und auch dieser Film ist nirgendwo inkludiert. Ja. Ach, okay, ja. Ja, nö. Also kannst du leihen, aber ist nicht inkludiert. Es gibt kein Boah. Hätte ich jetzt gedacht eigentlich. Nee. Okay. Genau, und ich sage, ich kenne das Original nicht. Du hast es ja anscheinend gesehen. Ja. Da steht vor 100 auch Jahren. Ein Köder für die Bestie. Ach, das ist der eigentliche deutsche Titel. Okay. So. Oder halt Cape 4. Ja, na, so als Cape 4 klingt das auch. Ja, wurde genau. Dann später, vermute ich, einfach angepasst. Ne? Wegen Kap der Angst. Genau, ja, wahrscheinlich, ja. Also es ist, ich habe das Original, glaube ich, vor 100 Jahren mal gesehen. Ich weiß das nicht mehr. Das ist schon ewig her. Ja. Ich weiß nur, Cape 4 hat ja diesen Soundtrack, dieses dü, 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 dü. Und als ich das Remake, das Original gesehen habe, war ich doch sehr überrascht, dass genau die gleiche Melodie, das hast du ja auch nicht oft bei, ja, ist genau der gleiche Soundtrack, ist genau auch bei dem Original dabei, und das hat mich sehr gefreut, weil ich das ist so eine Melodie, die ist für mich bis heute irgendwie drin, ja, weil das verbinde ich sofort mit diesem Film, weil das grandios, also wer den Film kennt, weiß das, kennt es, kennt dieses Lied. Du hoffentlich jetzt auch. Du guckst mich so fragend an. Nee, alles gut. Ich lausche dir nur auf, schon gespannt. Und das ist natürlich schön, weil, wie wir schon alle wissen jetzt hier, also Robert Mitchum spielt jetzt natürlich wahrscheinlich kein Vergewaltiger in dem im Original, weil das wahrscheinlich einfach damals nicht ging. Im Großen und Ganzen ist das wahrscheinlich auch alles ein bisschen braver. Naja, ein Psychopath reicht ja. Also wenn er vielleicht irgendwie jemand gequält hat oder umgebracht hat, das muss man ja nicht ausführen. Genau. Aber er ist ein Psychopath. Er hat auf jeden Fall Dreck am Stecken, sonst wäre er ja auch nicht 14 Jahre oder richtig im Knast gewesen. Also im Großen und Ganzen ist das schon genauso wie beim Remake, aber natürlich wesentlich zahmer. Ja. Und das zu zahm ist, da haut natürlich das Remake richtig rauf, weil ich mal sage, also schon allein die Szene mit der Wange, wo er die Backe rausbeißt, naja, und aber auch spuckt. Also erstens war es halt einfach schön, auch Robert De Niro mal als was ganz anderes zu sehen und in dieser Art und Weise, und der ist, also das Ding ist, ich kannte den als Gangster, als hast du nicht gesehen, und aber immer sehr sympathisch, also egal, auch wenn er einen Gangster gespielt hat, der andere irgendwie, weiß ich, Finger gebrochen hat oder sonst, war er immer irgendwie, hatte der was Sympathisches. Mhm. Und hier null. Wirklich nada. Der ist so beängstigend. Der ist, wenn der vor dir steht, läuft dir schon eiskalten allein drüber reden, läuft dir schon eiskalten Rücken runter. Und du möchtest einfach rückwärts aus dem Raum raus. Und das war das Erste, also das in erster Linie, was mich richtig beeindruckt hat, also was mich einfach fertig gemacht hat, weil das natürlich die tolle schauspielerische Leistung eines Schauspielers zeigt, wenn du jemanden immer sympathisch findest und immer eine gute Verbindung mit ihm hast und plötzlich Angst vor ihm hast, dann macht er alles richtig. Ich finde Nick Nolte manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, den finde ich auch ein bisschen eklig, muss ich ehrlich sagen. Ja, also das Witzige finde ich ja auch hier, dass auch ein bisschen so hinterfragt wird, wer ist eigentlich der wirkliche Psychopath oder wer ist der Böse?
Und dass das hier auch so ein bisschen wieder, was ja gern in solchen Filmen gemacht wird, immer so ein bisschen, dass der gute Familienpapi nicht immer der gute Familienpapi ist. Aber ich fand, also das ist aber auch ein bisschen ein Nick Nolte-Problem. Ich mag Nick Nolte total gern. Ja. Aber ich finde, der ist hier manchmal unangenehm drüber. Also so knapp, das ist so ein bisschen, wo ich immer einzeln meine, aber es ist nicht so schlimm, dass es richtig nervt, sondern es ist nur so ein kurzer Moment, wo ich dann, Ja, ich finde den, Nick Nolte, das ist, ich finde den immer richtig eklig. Ja? Ich weiß nicht, ob du mal U-Turn gesehen hast? Nee. Mit Sean Penn? Nee. Das kannst du ja nicht mehr toppen. Ja? Also, das Wort ekelhaftet, also wie das der spielt, ey, das, und ich glaube, das spielt er noch nicht mal. Das ist ja ein Problem, weißt du? Nee, also dafür spielt er den Netten aber auch zu gern. Also, was er auf jeden Fall ist Alkoholiker. Also, der ist ja im echten Leben. Ja, genau. Und er ja nur Schauspieler ist, damit er selber sich auf Entzug setzt. Muss und während er dreht, trinkt er keinen Tropfen. Und das ist schon sein Leben lang, seitdem er spielt, sein Lebensretter. Dass er immer von einem Film zum anderen sich hangelt, dann sich besäuft ohne Ende und aber sobald der eine Rolle hat, aufhört zu trinken und das, aber anders kriegt er es nicht hin. Okay. Und deswegen ist er halt schon einfach eine arme Seele, also der tut mir halt immer echt leid, aber er spielt ja auch wirklich nicht nur eklig, also und nicht nur völlige Arschlöcher. Nee. So, aber also zum Beispiel in The Warrior, finde ich als der gebrochene Vater, das spielt ja ganz toll. Ich fand den, also mir hat er unheimlich gut gefallen. Ich mochte ihn auch im ersten Hulk als zwar schon ein bisschen Arschloch-Papi, aber auch das mochte ich an ihm. Also ich bin halt einfach, ich mag einfach Nick Nolte. Also ich finde, der ist nicht der weltbeste Schauspieler, mit Sicherheit nicht. Aber er hat irgendwas, was ich immer unglaublich gern mag und ich sehe den einfach gerne. Aber ich finde ihn hier trotzdem ein bisschen drüber. Ja, eklig auch, aber ich finde auch Spielen ein bisschen drüber. Ich finde den manchmal in manchen Momenten etwas anstrengend zu sehen. Also weißt du so, das ist so, wo ich mir denke, nee. Aber nee, Juliette Lewis, fantastisch. Also ja, na, die spielt natürlich wieder das naive Dummchen irgendwie, ja. Das irgendwie. War damals halt so, ne? Das war halt ein bisschen ihre Rolle. Ja, leider. Das ja. Ist irgendwie, macht sie ja bei California auch ganz gut, ja. Irgendwie ja. Immer ein bisschen das Blödchen spielen. Und ich ein bisschen Problem mit ihr habe, dass sie Scientologin ist. Aber hey, man ach, kann das. Ist da, auch nicht, ja. Die ist in, glaube ich, dritter Generation familientechnisch Scientologin. Also sie ist eine geborene Scientologin in Anführungsstrichen. Die ist auch ohne Schreien auf die Welt gekommen, ja? Mhm. Kann man sagen. Mhm. Nee, aber die ist, das ist immer so ein bisschen, was ich schade an ihr finde, aber trotzdem ist sie, ja, natürlich war es dann doch eine Zeit lang sehr gleich, aber ich mochte sie damals und ich mochte sie als Type einfach. Ja. Und das hat sie halt auch gut gespielt, das muss man ihr halt einfach auf lassen. Auf jeden Fall. Und auch, dass sie immer, also in vielen Rollen zumindest auch immer so ein bisschen einen Turn hatte, also so ein dann doch ein bisschen nicht nur naiv zu sein, sondern auch mal durchgreifen zu können, wenn es dann mal gebraucht wurde. Deswegen mochte ich sie halt einfach irgendwie. Aber dieses, das, was Robert De Niro mit dieser Familie macht und wie er es macht und danach bist du nicht nur therapiebedürftig, sondern dann möchtest du, glaube ich, auch einfach nicht mehr sein. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist halt wirklich ist schon eine Meisterleistung. Was De Niro da abliefert, ist schon hammerhart. Ja, irgendwie, da kriegst du wirklich schon Angst. Also es ist ein Film, den man, ja, boah, im Kino. Ein Film, den man sich definitiv, also das ist wirklich so ein Film, den muss man aber, glaube ich, auch mal gesehen haben. Ja, ne? also willst du einen Psychothriller durch und durch sehen mit aller Härte und auch Gewalt? Und gut gespielt vor allen Dingen. Das und ist, extrem gut gespielt, dann guck dir Cape Fear an. Also das ist Kap der Angst. Und ich finde, mir ist aufgefallen, dass der immer so hinten überfällt. Also wenn du über Filme redest und auch über Psychothriller. Ich finde, Cape Fear wird immer, das gehört zu diesen Filmen, die gern so vergessen werden. Gar nicht böse, aber die nicht so präsent sind wie manch anderer Film. Und ich finde, dass es dem nicht gerecht wird. Sondern das ist ein Film, über den man mehr sprechen müsste. Und halt auch gerade Robert De Niro in mal so einer ganz anderen Rolle. Ja. Also zu der damaligen Zeit, danach hat er ja dann... Da dürfte er mal sowas, ja. Naja, und dann hat er ja auch irgendwann angefangen, jetzt so die letzten knapp 20 Jahren eher so die seichten Sachen zu spielen, weil er gesagt hat, er möchte nichts anderes mehr machen. Was ja auch völlig okay ist. So. Ja, klar. Aber dieser Film ist auf jeden Fall das... Aber schön, dass ihr doch tatsächlich einen habt und einen anderen, als ich gedacht hätte.
Ja, ich sag auch. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass irgendwie jetzt sowas wie meinen nächsten vielleicht. Stimmt, du hast ja jetzt noch zwei, oder? Ja, ja. Genau, dann machst du jetzt noch einen weiter, damit ich jetzt meinen. Damit wir noch einmal Wechsel haben, weil ich habe mich ja jetzt dazu aufgeäußert. Ach, jetzt hast du dich dazu, okay, dann mache ich jetzt den nächsten. Genau, du machst jetzt nochmal den nächsten und dann haben wir jeweils unseren letzten, ne? Pass auf. Pass auf. Es ist ja so, wir haben gerade über ein sehr gutes Remake gesprochen, aber wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Ja, habe ich gehört. Und es gibt einen Schauspieler, der hat gleich in kürzester Zeit hintereinander in zwei Remakes mitgemacht, die ich beide völlig überflüssig finde, aber auch das gibt es. Es handelt sich um Total Recall. Der ist so schlecht, an den habe ich nicht mal mehr gedacht. Und Colin Farrell hat nicht damit aufgehört, sondern hat auch noch Fright Night gemacht. Der mindestens genauso überflüssig ist wie... Da halte ich gegen. Ich mag Fright Night. Ich muss dir wirklich sagen. Also ich gehe davon aus, jetzt muss ich wirklich mal sagen, dass jeder Mensch Total Recall kennt. Also das ist also... Nicht jeder, aber viele. Also viele. Ich glaube, die Story jetzt zu erklären ist vielleicht auch ein bisschen zu komplex. Vielleicht kannst du es? Nee. Es ist, dir werden Gedanken eingepflanzt an die Erinnerung. Mhm. Dir werden Erinnerungen mittels einer Maschine eingepflanzt. Bums. So. Und, Punkt. Das war die Geschichte. Das ist die Geschichte. Und ich kann den Film jetzt so ja nicht so in drei Sätzen erklären. Das ist einfach, naja. Und auch kein Mensch braucht 20 Minuten mehr von diesem Film. Absolut. Also, Entschuldigung. Zumal, also das ist wirklich ein Film, den wirklich ein Remake, was wirklich nicht hätte gebraucht werden müssen. Ja. Achso, hier steht übrigens drauf, Remake 2012 von Len Wiseman, unter anderem Underworld Quadrilogy. Und das Ding ist, Len Wiseman ist natürlich auch der Mann, der, wie wir jetzt wissen, die Underworld-Filme gemacht hat, mit Kate Beckinsale. Deswegen und spielt sie wohl hier auch mit, ne? So ist es. Für mich der einzige Lichtblick eigentlich in diesem Film. Ich fand sie anstrengend in dem Film, ich finde die super. Aber im Original war es Sharon Stone. Hier ist es Colin Farrell statt Arnold Schwarzenegger, was meiner Meinung nach, man kann über Schwarzenegger wirklich sagen, was man will. Ich finde, der Total Recall hat er mega gemacht. Ja. Natürlich, Colin Farrell ist der bessere Schauspieler, das ist ganz außer Frage. Ja. Aber für den Film und die damalige Machart und überhaupt war das eine perfekte Kombination. Und der Film funktioniert wunderbar, das Original. Ja. Ich habe den nämlich, der gehörte zu den Filmen, wenn ich nicht arbeiten muss, mache ich ja Silvester eigentlich gern drei Filme gucken und mir was Geiles zu essen kochen. Und bin den ganzen Tag zu Hause und gehe nicht raus, weil ich dieses Geböller nicht mag und Silvester ist mir egal. Und er ist gut. Und dann gehe ich irgendwann ins Bett. Und der gehörte mal zu meinen Silvesterfilmen, weil mir war schon klar, dass der wahrscheinlich nicht gut ist. Und ich habe ihn ja auf DVD geguckt, das heißt, die Kritiken waren draußen, der Film war ja schon aus den Kinos raus und so. Und dachte mir trotzdem, ich will ihn sehen, weil ich mag Colin Farrell, ich mag auch Kate, so ist nicht. Und ich mag Jessica Biel, also es sind lauter Leute, die da mitspielen, die ich mag. Dachte mir, ich gebe denen eine Chance und ich fand das Gefühl schon nach 10 Minuten furchtbar. Ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich habe, weil ich den Film ewig nicht mehr gesehen habe, weil ich wusste, wir machen einen Podcast, wollte ich mir den angucken und ich habe nach einer halben Stunde ausgemacht, weil ich einfach nicht mehr konnte. Diese ganzen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das ist dieser Lens-Flare-Effekt, der, glaube ich, in jedem zweiten Bild ist, in jeder zweiten Szene. Und ich habe dann irgendwann gedacht, Leute, ich krieg schon Schaum vor den Mund. Ja, es irgendwie geht nicht mehr. Ich muss hier aufhören. Ich breche ab, gehe am Stock. Ja, und ich habe dann irgendwann gesagt, also, das geht einfach nicht mehr. Und ich meine, klar, Colin Farrell, mit Sicherheit auch ein guter Schauspieler, aber ich find, der passt auch nicht in diese Rolle rein. Vielleicht hätte ich damals nicht das Original sehen dürfen. Ja? Vielleicht ist das dann ein guter Film, ich weiß es nicht. Also ich egal, ob es das Original gibt oder nicht, aber ich finde, der funktioniert auch in sich nicht so richtig. Nee. Also wenn es das Original nicht gäbe, nee, weil der ist einfach kein wirklich guter Film. Also ich glaube, der scheitert schon daran. Also ich weiß es nicht genau, es ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil wir das Original kennen und völlig zu trennen, aber wenn ich mich recht entsinne, ich sage, das ist viele, viele Jahre her, wann ist denn der? Halt, jetzt hat mir ein Zettel weggemacht. 1700 knickst mich, ehrlich. Ja, yeah, 2012. Ja gut, also 10 Jahre her und damals, also habe ich ihn 2013 gesehen, das ist 10 Jahre her, als ich ihn gesehen habe. Und ich hatte neben dem, dass es kein gutes Remake ist, auch das Gefühl, es ist einfach kein guter Film, wenn man den separat versucht zu sehen, deswegen
das hat für mich nicht funktioniert. Ja, vor allem auch ein CGI-Gewitter, das ist einfach nur furchtbar. Ich weiß, Dankeschön. Wieso du diesen Film scheiße findest, und der Vorteil ist, ich kenne das Original nicht. Was? Habt ihr da geschenkt? Ja, ich habe noch nicht geschafft zu gucken. Was? Ja, Mann. Oh Gott, Übersteuerung hier gerade. Ich war so schockiert erregt, dass ich hier wahrscheinlich übersteuert habe. Aber der Vorteil ist, wenn man das Original nicht kennt und keinen Vergleich hat, das ist, also ich gebe zu, es ist kein wirklich guter Film. Aber erstens, ich bin halt ein riesen Colin Farrell-Fan, ich bin ein riesen Anton Yelchin-Fan. Man muss ganz kurz dazu sagen, weil wir ja den Podcast hier haben, du redest gerade über Fright Night. Ja, Entschuldigung, genau, wir sind bei Fright Night, ich habe die Blu-ray in der Hand. Und ich hatte halt einfach Spaß. Also das heißt, Colin Farrell als diesen völlig desolaten Vampir, der auch nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Hattest du den Eindruck, dass das so ist? Nee, ich fand schon, dass er so ein bisschen, also der ist schon ein Vampir und tötet ganz gern und saugt Frauen aus und packt die in seinen Keller und so. Alles easy. Aber es war trotzdem so ein bisschen, also weißt du, so nicht böse und nicht böse. Der war so irgendwo dazwischen. Und ich fand, dass man allen irgendwie angesehen hat, dass sie unglaublich Spaß hatten beim Dreh. Also, dass es bei diesem Film nicht darum geht, jetzt eine Meisterleistung hinzulegen, sondern Spaß zu haben. Also, richtig Spaß zu haben. Und ich finde, das kommt halt rüber. Und ich finde, ich liebe Anton, der kann machen, was er will. Also, schade, dass es den nicht mehr gibt. Ja. Der hat, also das ist wirklich einer, der es gar nicht verdient hat, so früh gehen zu müssen. Und dann noch und so. So und in den Club 27 zu kommen, ohne Club 27 zu sein. Keine Drogen, keine Probleme, kein irgendwas, ein total netter. Mhm. Es gibt viel ältere Schauspieler, die gesagt haben am Set, ich habe von diesem jungen Mann noch was gelernt. Das ärgert mich wirklich, dass der gegangen ist. So. Ja. Nicht, dass alle Filme mit ihm gut waren, aber er hatte irgendwas, was fantastisch ist. Und deswegen, ich habe den bestimmt schon 4-5 Mal gesehen. Ich den mag hier. Ihn wirklich echt? Gerne. Du guckst hier 4-5 Mal Fright Night Remake an, anstatt einmal das Original zu gucken. Das ist schon alles auch wieder ewig her, aber so, okay. Ja, das ist so schöne, leichte Kost, die man so schön weggucken kann. Ja, ich muss dazu sagen, wie heißt denn die Mutter nochmal? Die kennt man auch. Warte. War also die nicht bei Six Sense? Toni Collette. Toni Collette, ja. Toni Collette ist Mutter. Oh, super. Oh, super. Ja, die ist. Bis auf Hereditary, aber. Siehst du, da krieg ich Schnappatmung. Den fand ich ja ganz fantastisch. Ja, aber das endet doch nicht. Also, doch, gerade. Oh, also. Alter, den Turn nimmt, der den brauchte es. Egal. Nee. Oh, ne, sehr geil. Wir reden jetzt nicht über Horrorfilme. Warte mal, das wir reden ja über nichts anderes. Doch, der aber, ist für dich Horror, aber aus ja, der ist für mich Horror, ja. Klar, Toni Collette ist cool in dem Film, Anton Yelchin auch. Der Typ von Superbad ist geil. Ja, genau, ey, der ist so süß. Der ist besser als im Original tatsächlich. Also das ist der einzige Vorteil, ist dieser Typ. Ah, okay. Weil der Freund im Original wirklich echt nervig ist. Und das ist der einzige Nachteil im Original, der Freund von Charlie Brewster. Der da irgendwie einfach nur abnervt. Schön, ich habe den heute, übrigens, den habe ich heute gesehen. Den habe ich jetzt tatsächlich nochmal auffrischen müssen. Ja. Und also ich muss natürlich sagen, ich habe eine schlechte Erinnerung gehabt. Aber der ist so nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen vorgeschädigt, weil ich, wie gesagt, das Original liebe und für mich das Original der beste Vampirfilm ist, den es gibt. Für mich. Deswegen verstehe ich das ja auch absolut. Ja. Ich sage, das ist jetzt kein, aber ich finde. Einfach, der macht halt Spaß. Das ist so ein bisschen Rock'n'Roll und ich finde, alle hatten Spaß und das sieht man einfach und ich finde, das überträgt sich und deswegen ist es, glaube ich, weswegen er mir so viel Spaß macht. Ich glaube dir, wenn ich das Original gesehen habe, dass der nicht so gut ist. Aber deswegen sage ich, das ist, glaube ich, mein Vorteil, weil ich den halt einfach unbedarft gesehen habe und gedacht habe, oh, endlich spielt Colin Farrell mal irgendwas anderes und der ist ein Vampir, yeah, geili, geili. Und dass trotzdem in Fright Night er kein Vampir ist, wie jetzt davor so angesagt war, diese ganzen Luschpuppen und ich will kein Vampir sein, Vampirfilme, die es alle gab. Nö. Sondern der tötet, der Punkt, 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 was man nicht sagen darf. Und so, weißt du, deswegen, und das hat mir schon Spaß gemacht, obwohl ich ihn trotzdem nicht richtig böse finde, weil der einfach irgendwie viel zu ein bisschen nice guy ist. Aber das ist das Original auch. Also, das ist auch. Das ist ja eben das, was man den Vampiren ja auch immer
so in der... Genau, Charming. Nachsatte, Charming, mhm. Prinz Charming irgendwie. Das blitzt aber hier schon ziemlich durch. Also der ist schon ein bisschen pumpig hier, muss ich sagen. Da ist der im Original tatsächlich mehr Gentleman. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Was ich hier auch ganz interessant finde, wusste ich gar nicht mehr. Wie heißt der? Imogen Poots. Imogen Poots. Was ist denn das für ein Name? Das ist ein englischer Name. Ah ja. Imogen. Imogen Poots hat zusammen mit Anthony Yelchin nämlich in Green Room auch zusammengespielt. Beide zusammen auch eine Rolle und das wusste ich gar nicht mehr, dass die hier mitmacht, aber es ist interessant, dass auch, und ich glaube, war das nicht so auch kurz danach? Also, dass wirklich so Leute auch hintereinander auch wirklich zweimal die Hauptrolle spielen. Mhm. Fand ich, mal so am Rande, kenne ich nicht so oft, kommt nicht so oft vor, fand ich sehr interessant. Irgendwie. Aber ich mochte den Film. Green Room. Mhm. Ja, wir hatten ja vorhin, ganz kurzer Turn nochmal, wir hatten ganz am Anfang, wir hatten ja zum Instagram-Aufruf gemacht, über was wir sprechen können. Da kam ein Aufruf vom lieben Christian, der gesagt hat, nutzt doch mal das Thema Punkrock im Film. Mhm. Das wäre ein Film gewesen, den hätten wir zu diesem Thema nehmen können, Green Room, weil dort eine großartige Punkrock-Band in einem Nazi-Schuppen spielt. Mhm. Was alleine schon die Story total geil ist. Und Effekte vom Feinsten. Und auf jeden Fall SLC Punk. Egal, ja natürlich. Also deswegen, ich hole den auf jeden Fall noch nach. Keine Angst, ich habe noch einige, die ich noch nachholen muss, gerade auch von dir. Ja. Ich muss noch arbeiten. Aber ich glaube, bei dem Film ist tatsächlich halt einfach mein Vorteil, dass ich das Original nicht kenne und deswegen mehr Spaß dran haben kann. Was man aber sagen muss, trotzdem, auch wenn man das Original kennt oder nicht kennt, wenn man das so sieht wie ich, glaube ich, als Rock'n'Roll und einfach Spaß haben, also dieses, dass sich die Freude überträgt, dann kann man den gut gucken. Aber mehr sollte man davon einfach nicht erwarten. Das ist kein guter Film oder also kein besonders guter Film, aber ich finde, der macht schon Spaß. Also die Sache ist natürlich, wäre jetzt mal natürlich interessant, weil ich kenne eigentlich keinen, der vorher das Remake gesehen hat und dann erst das Original. Also du bist jetzt die Erste. Wäre natürlich interessant, mal zu wissen, ob du das genauso siehst und ob du jetzt sagst, naja, aber ich finde das Remake schon besser. Wirst du irgendwann erfahren. Das würde mich echt mal interessieren, weil eigentlich, ich kenne das nur andersrum, aber die kannten halt auch alle vorher das Original und dann... Natürlich, dann findet man ja oft, also so Remakes sind ja dann oft schwierig, genau. Kommt immer drauf an, aber ja, deswegen, okay. Ja, gut, armer Colin. Meine Colin Farrell Antithese. Shame on you, Filme. So, warte, jetzt komm ich. Oh! So. Ja. Warte. Achso, ja. Mein letztes für die Hörer. Genau, also für die Hörer. Ich habe hier gerade die DVD, das ist das neue DVD, von Ocean's 11 hingestellt. Bei dem wusste ich, dass es ein Remake ist, kenne aber auch da leider das Original nicht. Fangen wir mit dem Original an. Heißt Frankie und seine Spießgesellschaft. Komödie, Krimi, Musikfilm. Was sie Gott sei Dank das mit dem Musikteil hier weggelassen. Achso, das ist ein Musikfilm, das Original, ja? Ich glaube, da wird auch mal zwischendurch so Disney-Style. Ansatz, ja, Musical-Style ansatzweise ein bisschen auch rumgesinkt. Aber ich sage, ich habe das Original nicht gesehen. Ja, ja. FSK habe ich nicht rausgefunden, aber ich vermute, heutzutage wäre es eine 12 wahrscheinlich, irgendwie sowas. Der ist 2 Stunden 7 und startete am 17. Februar 1961 in den deutschen Kinos. Hatten wir ja gerade Komödie. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Angie Dickinson spielen da mit und natürlich Frankie, also Frank Sinatra, die Hauptrolle und das ist unser Danny Ocean. Regie hat Louis Milestone geführt, der sowas gemacht hat wie Im Westen nichts Neues von 1930. Ja. Da, wo Ach wir so, jetzt 1930, ja. Wo wir ja gerade auch das Remake haben. Ja, und das ist ja sogar das, das ursprüngliche. Da gab es ja nochmal ein Remake und jetzt kommt ja das Remake. Genau. Tausend Oscars gekriegt hat. Von Mäusen und Menschen von 1939, das auch geremaked wurde. Kenne ich, aber nie sehen. Beide kenne ich nicht. Ja, genau. Genau, und hier geht's drum, Danny Ocean schart seine Kameraden aus dem Zweiten Weltkrieg um sich, um den ultimativen Raubüberfall in Las Vegas zu starten. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen anders als in dem Remake und er ist nicht inkludiert irgendwo. Ja. Und jetzt kommen wir zu Ocean's 11. Damals, als Ocean's 11 ins Kino gekommen ist, Alter, hab ich das gefeiert.
Erstens habe ich es gefeiert, dass Brad Pitt ist. Und das ja danach zu seinem Running Gag wurde. Ja, das, hast du mal irgendwas erzählt. Genau, ja. Brad Pitt isst fast in jedem Film mindestens Nüsse. Und Das ist da entstanden, weil er da ständig gegengelaufen ist und Nüsse isst. Echt, ja? Und dann so, weil einem, da ist den Leuten mal aufgefallen, dass Menschen, außer wenn sie essen gehen, in Filmen so gut wie nie essen. Ach. Okay. Und da ist dann so, guck mal, der isst. Also auch wenn es nur Nüsse sind, aber der kaut, der isst, der macht menschliche Dinge, weißt du? Und das ist in dem Film halt extrem aufgefallen und seitdem ist es halt bei Brad Pitt ein Running Gag, meistens in irgendwelchen Filmen zu essen. Ich glaube, es gab auch mal einen Hintergrund, den er irgendwie erzählt hat, weswegen er das gemacht hat. Egal, aber auf jeden Fall ist es so ein Brad Pitt und ich fand es schon damals, also da war mir das noch gar nicht klar, aber mir ist auch aufgefallen, so, was ist denn hier los? Der isst ständig Nüsse, warte, geil. Was ist da los? So, genau, also da ja Frankie und seine Spießgesellschaft eine Komödie-Krimi-Musikfilm ist, ist Ocean's 11 ein Krimi-Thriller-Komödie, also auch die Herangehensweise ist doch eine sehr andere, sage ich mal. Hier spielen mit George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Bernie Mac, Scott Kahn, Andy Garcia, boah ey, ne? Ja, das ist wirklich ein Star-Besetzungsfilm, das kann man wirklich sagen. Und das Witzige ist, dass ja beim Aufgebot von so vielen Schauspielern es immer nur zwei Varianten gibt. Entweder es funktioniert oder es wird furchtbar. Wenn du so Ensemble-Filme hast, gibt es meistens nur eins von beiden. Und hier stimmt die komplette Chemie zwischen allen. Das ist unglaublich. Also gerade der erste. Ich finde, sie bauen dann auch ab. Ich habe nur den ersten gesehen. Ich habe alle zu Hause, aber ich habe nur den ersten gesehen. Ist das wirklich... Also sie sind alle irgendwie auch gut und es gibt Filme, die viel schlechter sind dafür, dass es ein zweiter und dritter Teil ist. Aber es kommt nichts mehr an den ersten ran, wie ich finde. Okay. So, also alle haben was, aber so gut wie der erste war, dann finde ich persönlich keiner mehr. Aber trotzdem ist es eine gute Reihe. So. Regie hat geführt Steven Soderbergh, den ich ja sehr mag. Also nicht alle Filme, aber ich mag einige seiner Filme. Out of Sight, Erin Brockovich, Traffic, Magic Mike 1 und 3. 2 hat er nicht gemacht. Über Magic Mike kann man jetzt sagen, ich mag die Filme trotzdem. Mhm. Aber Traffic ist ein unglaublich guter Film. Nie gesehen. Traffic ist der erste Film, der was gemacht hat, was ich ganz fantastisch finde. Der spielt ja an der Grenze zu Mexiko, also USA-Mexiko. Es geht um Drogen, der ganze übliche Kladderadatsch. Und die Amerikaner mögen ja nicht Untertitel. Mhm. So. Und Soderbergh ist der Erste, der gesagt hat, nein, wenn hier Spanisch gesprochen wird, wird Spanisch gesprochen und wir untertiteln das. Mhm. Und er hat es durchgesetzt und hat gesagt, ist mir egal, ich mach das so. Und damit das war der erste Film, so mehr oder weniger, weswegen das dann doch ein Stück häufiger kam, dass wenn es um Sprache geht und die Sprache wichtig ist, das nicht mehr synchronisiert wird. Ach so, okay. Sondern untertitelt wird. Nicht bei allem, aber immer wieder wurde das dann gemacht. Und kommt aber bei den Amis, glaube ich, generell trotzdem nach wie vor nicht Süd an, wa? Ne, sie haben sich ein bisschen dran gewöhnt und ich glaube, wenn es gute Filme sind, also anspruchsvolle Filme, ist es für sie auch okay. Wenn es leichte Kost ist, dann wollen sie es nicht. Aber wenn du sowas hast wie Inglourious Basterds. Den wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich, deswegen ist das auch einer der schlechtesten, einer der Tarantino-Filme, die, glaube ich, am schlechtesten bei weggekommen sind, wa? Aber der auch einfach im Deutschen synchronisiert auch nicht funktioniert. Sorry. Das kann sein, weiß ich nicht. Naja, da werden 4 Sprachen gesprochen und der lebt wie immer bei einem Tarantino von der Sprache. Und ich habe den ja im Original gesehen und es funktioniert nicht, wenn alle Deutsch reden, dann funktioniert dieser Film nicht. Der macht dann keinen Sinn, also keinen richtigen Sinn. Wenn dir jemand gegenübersteht, der behauptet, ein Italiener zu sein und dein Gegenüber spricht fließend Italienisch und du kannst nicht antworten, ist das auf Deutsch, macht das keinen Sinn. Wenn aber hast du den auf Deutsch gesehen? Ich habe ihn mir da mal ein Stück, aber ich habe es irgendwann nicht mehr ertragen. Weil ja nur die Amis und die Deutschen halt Deutsch reden, logischerweise. Ne? Der Rest ist ja trotzdem alles im Original. Die Franzosen genau. Und... Genau, also beziehungsweise das ist ja der Gag, dass ja Hauptdarsteller Christoph Waltz spricht ja tatsächlich alle Sprachen fließend. Also Französisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und ich glaube sogar noch Spanisch. Das heißt, für ihn war das ja gar kein Problem. Die erste Szene, die er spielt, ist komplett auf Französisch, wo er in Frankreich ist. Und das ist halt das, worum es geht. Und alle sprechen im Original ihre Sprachen.
Das ist nicht synchronisiert worden. Das ist alles untertitelt im Englisch. Also wenn du ihn auf Englisch guckst, alles untertitelt. Und dieser Film funktioniert nur so. Der deutsch synchronisiert, der funktioniert nicht. Das ist, du kannst ihn erst auf Deutsch gucken, um ihn zu verstehen, sprachlich, was gesagt wird. Aber willst du diesen Film verstehen, musst du ihn im Original gucken. Nur dann funktioniert er. Das muss ich echt mal machen, wa? Weil der ist unglaublich beeindruckend. Also, finde ich, durch die Sprache. Also, allein deswegen. Ich sage, diese Szene, diese Bingos, oh, Alter, aber in diesem Film ist so viel großartig. Aber der lebt von Sprache. Ich hatte das zum Beispiel bei King Arthur mit Clive Owen und Keira Knightley. Der ist in Deutschland auch komplett durchgefallen, weil der auf Deutsch synchronisiert auch nicht funktioniert. Der lebt unglaublich von der Sprache. Ich habe den per Zufall damals auch mal, durfte ich kurz, weil ich auch in Pressevorführungen habe, den auf Englisch gesehen. Und fand den total fantastisch. Und alle, als er dann im Kino kam, alle gesagt haben, dass er scheiße ist. Und ich so, hä? Und dann habe ich den halt auf Deutsch, also angefangen auf Deutsch zu gucken. Und ich habe gesagt, okay, ich verstehe, wieso ihr den scheiße findet. Weil, also die reden Englisch mit italienischem Akzent. Die Angelsachsen reden gefühlt Englisch mit deutschem Akzent. Es klingt halt ein bisschen so. Da spielt ja auch Til Schweiger mit, aber es ist okay, weil es kurz genug ist. Stellan Skarsgård spielt seinen Vater, allein das reißt alles wieder raus. Es wird Englisch gesprochen, also britisch-englisch. Ne? Und diese ganzen, und Merlin und sein Volk reden eine Sprache, die gibt es nicht. Also. Okay. So wie Elbisch. Im Prinzip, genau. Das, ne? Und aber genau das macht. Also diese Differenzen, diese Schwierigkeiten, diese Glaubensfrage, die Romfrage, die ist durch die Sprache total spannend. Aber auf Deutsch ist es alles so, ja, nee, nicht so richtig. So, also finde ich, ne, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist King Arthur, also der King Arthur ist natürlich für viele, glaube ich, auch schwierig, weil der Film ja zumindest etwas realistischer war als andere, weil er zur richtigen Zeit spielt. Die haben ja kurz vorher herausgefunden, dass die Tafelrunde wahrscheinlich 300 Jahre früher war als gedacht. Ach so. Oder irgend sowas. Also irgendwas mit 300 Jahren früher, später, keine Ahnung. Und deswegen ist der Film natürlich zeitlich dann wieder richtiger und düsterer. Und da ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, da geht es auch nur um Sklaverei und nur dummes Zeug und was die Römer und Glaubens meinen, im Glauben machen zu dürfen und so. Deswegen, aber ja, so, okay. Genug Exkurs, kommen wir mal wieder zurück zu Erin Brockovich, immer noch ein absolutes Meisterwerk. Hast du nicht gesehen? Nee, und Julia Roberts? Ja, nee. Den musst du unbedingt gucken. Du magst auch Drama. Ja, aber nicht Julia Roberts. Aber der Film ist fantastisch. Also erstens ist sie ganz weit weg von der typischen Julia Roberts, weil sie ja eine Reporterin oder was? Oder nee, eine Anwaltsgehilfin spielt, die eigentlich gar keine Ahnung davon so wirklich hat und ist ja eher so eine prollige Kleinstadt-Uschi. Die hat überhaupt nichts von der Julia Roberts, wie man sie so oft kennt. Und sie spielt so unglaublich gut. Das ist, also allein vom Reden kriege ich eine Gänsehaut, weil ich diesen Film abgöttisch liebe. Und sie spielt wirklich, und die Story ist halt unglaublich interessant. Also welchen Kampf sie antritt gegen eine Riesenindustrie und die richtig fertig macht. Ja. Und das mit kein Wissen, sondern mit Recherche, mit Herzblut und die Leute trifft und sich dafür einsetzt. Das ist toll. Der Film ist wirklich fantastisch. Okay. Ja, also ihr kennt ihn von Namen logischerweise, aber. Doch, den, also ich glaube, du wirst den mögen, weil die Geschichte ist unglaublich toll und sehr herzzerreißend. Also, wie ich es gerne mag. Ne? Also wie der. Okay. Ich liebe ja also Drama, ne? Ich, ja, also ja. Nicht im echten Leben, sondern bitte nur im Film. okay, bei Ocean's 11 geht's um auch Danny Ocean, man soll es kaum glauben. Ich werd verrückt. Wie im Original, gespielt von George Clooney hier. Und seine 11 Komplizen planen 3 Casinos in Las Vegas gleichzeitig auszurauben. Und das ist ja auch das, was ich so spannend an dem Film finde, die Idee. So, ich will nicht ein Casino ausrauben, sondern 3. Dieser Film ist inkludiert bei Netflix. Ah ja. Also wer den gucken möchte, kann den gepflegt bei Netflix gucken. Ich finde halt, in diesem Film stimmt im Prinzip alles. Also die Chemie unter den Leuten, das Drehbuch, die Erzählweise, die Herangehensweise, wie sie diesen Überfall planen, wie dieser Überfall ausgeführt wird.
Also diese ganze Geschichte funktioniert einfach komplett, wie ich finde. Ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Wie war denn das? Also ist der Hauptteil des Films wirklich der Überfall? Mm-mm. Also ist die Planung, ist die Herangehensweise und einen kleineren Moment gibt es auch. Es ist ja kein klassischer Überfall. Nee, ich meine, der Raub, meine ich. Der Raub, ja. Also, ja. Aber der ist kleiner Teil. Echt, ja? Schade. Ja. Das hätte mich eigentlich viel mehr interessiert, eigentlich, wie das dann wirklich... Ja, aber dadurch, dass sie das ja darüber machen, dass sie erzählen, wie sie es vorhaben, kriegst du das ja in Bildern schon erzählt. Aber der richtige Raub ist dann relativ... kurz gehalten. Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe den ja mal gesehen, aber das ist schon ewig her und ich glaube, ich fand den auch ganz gut. Mhm. Aber frag mich mal, wieso ich 12 und 13 nicht mehr gesehen habe, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Aber stimmt, davon gab's auch ein Original. Das habe ich aber auch erst Jahre später mal rausgekriegt. Ja? Ich dachte auch immer, das ist hier, das ist der, den sich hier jemand ausgedacht hat hier von aus der Clooney-Reihe, ja? Ja. Aber ist ja gar nicht so. Nee. Ja. Hier, Cinema schreibt, so schön kann Star-Kino sein. Das trifft es ziemlich gut, finde ich. Oh Gott, ich sehe gerade, für die Zuschauer gerade, für die Zuhörer, ich sehe gerade ein Bild von Brad Pitt mit einer Frisur, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. bei diesem blondiert! Mann, ja. Mit blondierten Stoppeln. Und wie jung die da alle noch sind. Also ich meine, ne, klar, der ist, was habe ich gesagt, 2002. Also auch schon wieder über 10 Jahre her. Ja. Wie jung die da alle noch sind. Guck ja, mal. Verrückt. Und genau über diesem Bild, was ich gerade gesagt habe. Hier, guck mal, für unsere YouTuber, ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Und darüber steht so schön... Kann Star-Kino sein. Also da ist doch irgendwas... ganz, ganz kaputt. Falsch. Obwohl, ey, komm, war schon auch... Also ich meine, das Witzige ist, ich war ja optisch nie so ein Brad Pitt-Fan. Das war ja nicht mein Geschmack. Ja. Aber wenn es einer tragen kann, dann er. Tja, der eine sagt so. Ich fand schon immer der... So. Also zu der Zeit George Clooney, aber ich mag halt dunkle Haare. Und deswegen George Clooney. War er so meins, ja. Ja. Der Gentleman. Ein cooler Typ, bis auf bei Batman. Und Andy Garcia. Ah. Ja, ja, doch. Ich mag Andy. Der hat auch eine seltsame Frisur, aber die trägt er immer. Ja. Das ist so. Und der kann auch, also gefühlt außer Gangster, nichts anderes spielen. Ja, irgendwie stimmt, wa? Wo hat der noch mit dem gemacht? Bei einem Martin Scorsese-Film. Ja, Goodfellas, was hat der da mit dem gemacht? Ich glaube, ja. Der hat in allen Damen, also gefühlt, und wenn er nur eine kleine, aber irgendwie war er, ne, so da immer irgendwie Schreibt dabei. Schreibt es in die Kommentare. Wo hat Andy Garcia mitgemacht? Hier, guck mal, Matt Damon sieht aus wie 12. Matt sieht Damon. Er irgendwie immer noch. Ja. Okay, jetzt. Ja, super Film, glaube ich. Müsste ich mal wieder auch gucken. Also für die es noch nicht gesehen haben, also den kann man echt gut gucken. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, so Gangster-Sachen sind ja generell mal ganz schön. Mit so Planungen, wie man was ausraubt und schön. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Aber wie gesagt, dann komme ich vielleicht doch mal dazu, dass ich auch mal 12 und 13 gucke. Ja. Weil hängen die eigentlich zusammen? Jein. Also ich glaube, im Endeffekt kann man sie alleine gucken, ohne den vorigen unbedingt gesehen haben zu müssen. Das macht es aber ein bisschen einfacher, aber es baut schon immer ein bisschen drauf auf. Aber es ist eher so, sie machen etwas, deswegen schulden sie jemanden, weil es doch nicht ganz funktioniert hat und der will was zurückhaben. So, deswegen funktionieren sie theoretisch, glaube ich, auch allein stehend. Theoretisch. Okay. Ja, so. Aber 12 und 13, also ich habe 11 habe ich halt ein paar Mal gesehen, 12 und 13 habe ich, glaube ich, einmal gesehen und war okay, aber... Sind nicht so, sagst du. Nee, also ich finde sie schon, also ne, für Nachfolgefilme, also Mehrteiler sind halt immer schwierig, finde ich. Mhm. Gehören sie zu denen, die gut sind, aber das war's dann auch und ich finde... Der erste ist so gut, dass man die anderen halt nicht bräuchte unbedingt. Ja. Aber sie sind immer noch besser als manch anderer Film, den man so sehen kann, muss, sollte, nicht. Okay. Also so, weißt du? Also sie funktionieren, ja. Aber sie sind halt einfach der Coolness-Faktor und diese Überraschung, die es auch hatte, obwohl es ein Remake ist, klar, aber die Überraschungseffekte, die da drin sind, mit diesem Raubüberfall wieder gemacht wird und dass es anders ist, als man denkt und so, das ist gut. Hm? Also so, deswegen. Tja, wie gesagt, ich ziehe mir den mal rein.
Ich bin überzeugt. So, so. Jetzt hast du noch einen? Na, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Pass auf, und zwar ist es so: Es geht, wie sollte es anders sein, um Chucky. So, Denise, jetzt ist natürlich dein. Du sagst, Wahnsinn! Es wird natürlich jeden überraschen, es ist. Aber es ist irgendwie gar kein Horrorfilm. Du kennst Chucky, hast du aber bestimmt mal gesehen. Natürlich kenne ich Chucky. Ich wusste nicht, also stimmt, da gibt es ja auch ein Remake. Ja, genau. Es gibt so viele Chucky-Filme, ja, dass ich nicht gedacht hätte, dass es davon ein Remake, also weil es einfach so viele sind. Also ich habe Chucky und seine Braut, glaube ich, ist der letzte, den ich gesehen habe. Das war doch mit Jennifer Tilly. Genau. Ja. Ich mochte den Film sehr, weil ich die beiden einfach mochte als Puppen und als, also das, der Film ist nicht wirklich gut und ich fand, der war auch, glaube ich, gar nicht mehr allzu brutal, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ist halt sehr comichaft gewesen dann irgendwann war. Genau, aber den mochte ich irgendwie, aber weil ich sie in erster, habe sie damals total gern gesehen und ich mochte sie als Type, weil sie wenigstens mal ein bisschen feminin war, in einer Figur und nicht so einen. Oh ja, Jennifer Tilly, großartig, kennt man aus Bounce, ein großartiger Film. Oh ja, worum ging es nochmal, aber er war gut. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, sexy war es, glaube ich, im Film. Sexy. Ja. Sie, also, ne, aber den mochte ich total. Bounce, damals fand ich den auch sehr cool. Beide Ladies, großartig. Also ich Gina Jerishaw. Die mag ich auch total gern. Aber egal. Ja. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so der letzte, den ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den ersten Chucky mal gesehen habe. Also ich habe so 2, 3 habe ich davon, glaube ich, irgendwie, weil die ja dann auch damals so in den frühen 90ern gern nachts im Fernsehen liefen. Mhm. So. Und Chuckys Braut war so das Letzte, was ich gesehen habe. Alles danach. Also ich sag dir ganz ehrlich, du, mit Chuckys Braut fing das für mich an, schlimm zu werden, weil es einfach zu lustig war und die ersten waren ja noch relativ, kann man ja so irgendwie sagen, ein bisschen mehr auf Horror gemacht. Mhm. Das Interessante bei diesem Film ist hier, bei dem Remake, das ist ganz ulkig. Also man weiß ja, bei Chucky ist es so, Chucky ist ein Mörder, der auf der Flucht erschossen wurde und in einen Spielzeugladen reingeflogen ist, kurz bevor er stirbt, und seine Seele, weil er ein Voodoo-Mensch ist irgendwie, der sich mit Voodoo auskannte, seine Seele in diese Puppe rein manövriert hat, bevor er wirklich verblutet und somit halt eine lebende Puppe wurde und weiter geschlachtet hat. Hier ist es so, dass das gibt's hier nicht. Es ist eine moderne Puppe, also die jetzt so, wie sie heute ist, mit irgendwelchen Chips drin, so Mikrochips, die irgendwie, damit die halt sich bewegen, sprechen können, Sprachchips etc. Und dieser Chip hier, der hat irgendwie eine Fehlfunktion und diese Puppe dreht einfach durch. Es ist also einfach ein Roboter, der mordet. Ja? Okay, also das heißt, die haben sich entfernt von der Originalgeschichte. Genau. Und haben das in die moderne Zeit gebracht. Richtig. Im Prinzip. Es ist von daher sehr ulkig, weil das ist eigentlich, es ist ja in dem Sinne kein Remake, aber irgendwie dann doch. Ja, also sagen wir, die Inspiration war die Grundgeschichte, aber sie machen was Eigenes. Genau, draus. Sie haben halt also diese Puppe hier, der hier auch nicht Chucky heißt, sondern Buddy, ja, was ja auch schon ähnlich klingt, ja, hat die gleichen Klamotten an, hat auch die gleiche Haarfarbe und all das. Also es ist schon sehr angelehnt, aber es ist halt trotzdem ein völlig anderer Film. Ja? Kurze Frage, ist es tatsächlich eine Puppe oder ist es animiert? Das ist teils, glaube ich. Ich glaube, wenn du den so siehst, nicht im ganzen Körper, dann ist er eine Puppe. Und wenn du ihn halt natürlich rennen siehst, ist er natürlich animiert. Ne? Ja gut, darum geht es mir nicht. Aber mir geht es darum, weil ich finde, es ist immer schwierig, wenn die irgendwann animiert werden. Also egal, welche Puppen. Also, ach so, nee. Ich finde, wenn man eine Reihe angefangen hat mit einer Puppe, also mein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Yoda. Yoda muss eine Puppe sein. Yoda darf nicht animiert sein. Das sieht nicht aus. Nee. Und wenn man gewohnt ist, dass eine Figur eine Puppe ist, also tatsächlich eine Puppe, deswegen finde ich so schön, dass Grogu eine Puppe ist. Baby Yoda. Also es ist ja nicht Baby Yoda. The Child. Ja, okay. Aber Grogu ist eine Puppe. Es ist nicht animiert, nichts. Es ist eine Puppe, die du in die Hand nehmen kannst, die halt von Leuten gesteuert wird und viel Mimik hat. Aber es ist eine Puppe und ich finde das wichtig. Erstens altert das besser, weil es bleibt immer gleich. Und animiert, also auch alle Darsteller, also auch Pedro Pascal haben auch gesagt, das muss eine Puppe sein, das geht nicht, animiert geht nicht. Das nimmt die Seele des Ganzen irgendwie. Und deswegen war mir jetzt wichtig, dass diese Puppe, wenn man sie sieht,
als Gesicht und nee, so ist es eine Puppe. Das ist eine Puppe, genau. Weil du gerade diese Effekte ansprichst. Ich hätte heute beinahe auch das Ding aus einer anderen Welt mitgebracht, wo es ja dann später nochmal einen Film gab von 2011 oder so, was ja eigentlich die Vorgeschichte ist zu dem Carpenter-Film von 82. Mhm. Man sich ja dort sämtliche Effekte gemacht hat, wirklich, keine animierten, sondern, wie nennt sich das? Echte, also, wie heißt denn das jetzt? Animatronische Effekte. So ja, okay. Das hat garantiert einen anderen Namen, aber schreibt es in die Kommentare, so wie alles andere auch heute. Und die wohl total geil aussahen und sich dann der Produzent aber dafür entschieden hat, nein, das ist alles scheiße, wir nehmen das raus, wir machen das jetzt alles in CGI und so. Und dann kam der auch so in die Kinos mit diesen CGI-Effekten und so. Und dann kamen irgendwelche Fans, haben dann die Making-ofs gesehen, wo diese animatronischen Figuren alle noch zu sehen waren und die gesagt haben, Alter, das sieht so wesentlich geiler aus als dieser CGI-Scheiß, ja? Ja. Ja, und es ist deswegen, ich kann das schon total verstehen, ja, dass man also deswegen finde ich auch, das ist, ich habe ja hier der letzte Puppenhorrorfilm mit dem Mädchen, wie hieß Megan. Megan, den habe ich ja gesehen. Und da fand ich halt auch gut, natürlich steckt da ein Mädchen drin, gar keine Frage, ist ja auch okay, weil es ja eine fast originalgroße Puppe ist, also kindergroße Puppe ist und natürlich in den Bewegungen und so siehst du es und ganz schlimm fand ich die Hände, die hat so Silikonhandschuhe an und die waren einfach ein bisschen zu dick, das sah kacke aus, die hätten dünner sein müssen, um dass es nicht wie echte Hände aussieht, aber auch nicht so wie Wurstfinger. Okay. Aber das Gesicht war halt die meiste Zeit tatsächlich halt eine Puppe. Also eine Maske, die sie aufhat, die man auch bewegen konnte. Ach so, ich wollte gerade sagen, das sieht ja immer sehr animiert aus, war? Wenn du das Das ist eine Maske, die sie, also es sind zwei Mädchen, die das machen. Eine ist der Körper, wenn man so will, und eine ist die Stimme. Aber das ist eine Maske, die sie trägt. Also, ne, so. Okay. Und das fand ich auch gut, dass es nicht animiert ist. Also so, ne? Weil dann wäre es, also ich fand den leider nicht gut, aber dann wäre es, glaube ich, richtig schlimm geworden. Also der hat nette Ideen und Elemente, finde ich, aber der war zu uninspiriert für das. Also um zu sagen, wie jetzt hier zu sagen, wir haben eine Puppe, die eine Aufgabe hat, die beste Freundin eines Kindes zu sein, die tickt in Anführungsstrichen aus und nimmt ihr Beschützerinstinkt zu wörtlich. Ach so, okay. Also darum geht's. Ja. Diese Puppe will dieses Kind beschützen mit allem und auch mit nicht so netten Sachen. Das ist eine Grundidee, wo ich mir dachte, okay, da macht hoffentlich auch was Neues. Und das Problem ist, also ich möchte mir von dem Film tatsächlich nochmal die 18er-Version angucken, weil es gibt im Kino die 12er-Version. Ja, die haben beschlossen, den, weil das Problem ist, bevor der Film gestartet ist, ist ja dieser Tanz von ihr viral gegangen. Okay. Und deswegen haben die gesagt, okay, dann bringen wir eine 12er-Fassung raus, damit mehr Leute ins Kino gehen. Oh. Und das ist nämlich das, was ich, das wusste ich erst danach, nachdem ich den Film gesehen habe. Als ich rauskam, dachte ich mir so, also ich gucke mir jetzt einen Puppenhorrorfilm an. Also ich habe gerade Anführungsstriche gezeigt, Puppenhorrorfilm, weil als ich rauskam, war das viel, aber kein Horror. Also in keinster Weise. Klar tickt sie aus, aber davon siehst du nichts. Das heißt, also sie prügelt auf irgendjemanden ein. Und du siehst davon nichts. Und ich mir dachte so, was gucke ich hier eigentlich? Also, weil das Ding ist, sie machen nichts Neues. Das hat nicht wirklich was Individuelles. Es sind die Klischees. Und es ist wie immer. Und ich dachte mir so, oh, ihr hättet so viel da rausholen können, dass auch Leute, die wie ich vielleicht nicht den Standard-Horrorfilm gut finden, das hätten gut finden können, weil es mal was anderes ist. Aber nein, ihr haltet euch. Und dann bin ich raus und habe gesagt, und dann ist er nicht mal brutal? Also, wenn ich schon alles andere nicht habe, dann will ich aber sehen, dass das Blut spritzt und dass dir in Anführungsstrichen Körperteile durch oder irgendwas Gedärme an Kameralinsen abprallen. Irgendwas. Also wenigstens, wenn es sonst nichts kann, aber dann wenigstens das. Und nicht mal das macht er. Ja. Und deswegen haben sie gesagt, zum Release, also DVD, VOD-Release, wie auch immer, wird es wohl die Uncut-Version geben. Da möchte ich sehen, ob es wenigstens bisschen brutales. Weißt du, ob der Release schon ist? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht geguckt, aber der ist noch nicht, also, naja, wann lief denn der jetzt? Vor ein paar Monaten im Kino? Ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen knäppelig ist. Okay. Aber ich kam halt raus und ich war halt mega enttäuscht, weil er nichts kann. Also er ist nicht neu, hat ein, zwei schöne Ideen drin und ist nicht brutal.
Könnte es sein, dass es, also es gibt den aber ab 18 auch richtig, wirklich. 16 oder 18, ich weiß nicht, es soll auf jeden Fall eine Uncut-Version geben, was auch immer das heißt. So. Also es könnte aber auch sein, dass da vielleicht auch storytechnisch ein paar Sachen gekürzt worden sind, ja? So wie ich mitgekriegt habe, ist es tatsächlich in erster Linie nur die Gewaltszenen, damit 12-Jährige reingehen können, weil die Geschichte, ich fand aber auch zum Beispiel die Hauptdarstellerin ganz, ganz anschreiend. Also nicht das Mädchen, die fand ich auch nervig, aber ihre Tante, zu der sie zieht, fand ich so nichtssagend. So nichtssagend. Das war echt nicht einfach. Also, huh. Aber die Puppe sieht geil aus. Also die Nee, ich hab schon gesehen, ja. Also die sieht irgendwie schon cool aus. Also, ich dachte die ganze Zeit, wo ich das gesehen habe, das ist eine von diesen Olsen-Twins, wisst ihr? Ja, so ein bisschen. Das sieht so aus. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Olsen-Girl hier irgendwie oder so. Nee. Aber die sind auch schon ein bisschen älter, aber. Reichlich älter. Ja. Also, weil Elizabeth Olsen ist die jüngere Schwester von den beiden. Wer ist denn das? Die Scharlachhexe? Oder? Nee, das ist ja die Ältere, oder? Nee, sind die beide nicht. Nee, aber es gibt doch bei Avengers gibt es doch diese Scharlachhexe. Ja, das ist Elizabeth Olsen, das ist kein Zwilling. Aber die sieht ja genauso aus. Ja, aber es ist keiner von den Zwillingen. Nee, genau, aber die ist ja die Ältere, ne? Die ist ja älter als die Zwillinge. Nee, ich glaube, die ist die Jüngere von den Zwillingen. Ach. Die ist, glaube ich, die Nachzüglerin, ja. Ach, krieg an. Ich glaube, das ist die Jüngere. Die beiden sind ja schon... Müssen jetzt auch an die 40 sein? Ja, achso, oder doch, eigentlich schon. Ne, die haben in den 80ern schon, da waren sie Babys, also, oder noch relativ, die werden schon um die 40 sein und Elizabeth ist etwas jünger. Ich glaube, das ist die Jüngere. Bei Elizabeth, was wird die so sein, Mitte 30? Ich weiß es nicht, genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass die älter ist, ja, aber anscheinend ja nicht. Ich glaube nicht, aber ich will da jetzt auch in die Kommentare zum Verbessern. Aber ich glaube, dass Elizabeth die etwas jüngere Schwester ist. Okay. Als von den beiden. Und eine wirklich gute Schauspielerin. Ich liebe Elizabeth Olsen. Wo hat die denn, wo hat die letzten Zeit die gesehen bei, mit dem Hawkeye hier, aber in einem guten Film. Wind River. Ja. Fantastisch, den habe ich schon dreimal gesehen. Ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut. Ich finde den Film so toll. Also die Geschichte. Ja. Sehr guter Film. Das Ende macht mich jedes Mal fertig, wenn gesagt wird, in Amerika werden vermisste Indianer immer noch nicht gelistet. Es gibt keine Statistiken über vermisste IndianerInnen. Und das finde ich jedes Mal ganz furchtbar. Und die beiden, also ich finde die Chemie zwischen den beiden ist oder so unglaublich gut. Also ich mag halt Jeremy Renner oder so total gern. Schon seit SWAT. Und das ist kein guter Film, aber ich liebe ihn seit SWAT. Mit dem tue ich mich mal ein bisschen schwer, aber tatsächlich. Ich mag den total gern. Aber ich finde, also für mich hat er es gekriegt mit The Hurt Locker. Magnesien. Der ist so. Ist ein Kriegsfilm, oder? Ja, der ist so unglaublich fantastisch. Weil das Ding ist, der lief irgendwann nachts und ich wollte den eigentlich auch. Also, ich fand den. Der heißt ja auf Deutsch Tödliches Kommando und ich habe den immer nicht geguckt, weil ich den deutschen Titel so scheiße fand. Weil der natürlich dran erinnert an schlechte 80er-Jahre-Actionfilme. Also, sorry, aber. Und dann lief der irgendwann und nachts und ich habe halt angefangen reinzugucken und ich habe den echt bis morgens um 5 oder so geguckt, weil ich konnte nicht aufhören. Ja. Der hat mich so gefesselt und ich habe so gelitten in diesem Film und mit ihm und ich verstehe aber auch, wieso er gewisse Dinge macht, wie er es macht. Und er spielt es so unglaublich und sich immer wieder für den theoretischen Tod zu entscheiden, auch wenn er damit anderen Menschen leben, also anderen Menschen das Leben rettet. Und er hat eine Familie zu Hause, ist so, der ist wirklich fantastisch. Da hat auch Dings, war es Catherine Bigelow, die den Oscar dafür? Ja, ich glaube, Catherine Bigelow ist die erste Frau, die den Oscar für diesen Film bekommen hat. Und definitiv verdient, weil der ist unglaublich. Ich gucke halt nicht so gerne Kriegsfilme. Das so irgendwie. Der ist aber in erster Linie ein Drama. Also der spielt zwar, also der spielt nicht im Krieg, sondern er spielt in ehemaligen Kriegsgebieten. Aber es hat mit Krieg an sich nichts zu tun. Ja. Er ist ja nur ein Bombenentschärfer. Also er kümmert sich darum, das Streubomben, und das ist ein wichtiger Job, den er macht, zu entschärfen. Damit die Zivilbevölkerung nicht stirbt. Ja, okay. Aber in erster Linie geht es halt um seine Geschichte, also um diese Entscheidung, diesen Job zu machen und eine Familie zu Hause zu haben und aber immer wieder auf diesen Job zu gehen und es nicht sein lassen zu können und zu Hause nicht zu funktionieren. Also das ist... Der ist wirklich beeindruckend. Und das war dann so der Punkt, wo Jeremy Renner, also ich sage ja, ich habe ihn vorhin in SWAT gesehen. In SWAT ist, den muss man nicht schauen. Also, aber ich liebe diesen Film. Ich gucke den so alle 2-3 Jahre, muss ich SWAT gucken. Thema Colin Farrell, ne? Ach, den macht er auch mit? Natürlich. Und Samuel Jackson und L.A. Cool J. Ach, sie alle. Michelle Rodriguez.
Boah, die mag ich ja gar nicht. Ja, ich mag die total gerne. Nee, ach so, warte mal, nee, nicht Michelle Rodriguez. Nee, ich glaube, jetzt haben wir, jetzt habe ich was falsch gesagt. Die jetzt in Dungeons & Dragons. Das ist Michelle Rodriguez. Ach so, die ja. Die in der Fast-Reihe mitspielt. Bei Resident Evil mitgemacht hat? Ja. Boah. Aber ich, also, total. Ich mag sie total gern, aber die hat in vielen schlechten Filmen mitgespielt, da müssen wir gar nicht. Und sie ist vielleicht auch nicht die beste Schauspielerin, ich sehe sie einfach nur gern, also ich finde sie, ich mag sie. Ne? Aber die wirkt immer so, als ob sie dir gleich bei jedem Blick, die guckt immer so übertrieben, als ob sie dich gleich hauen will und immer so, weißt du, wenn, das ist immer so, als wenn jetzt so, mir jetzt einer sagt, ich bin ja kein Schauspieler, und zu mir sagt du, guck mal jetzt ganz grimmig oder guck mal psychopathisch in die Kamera. Ja, und ich das mache, dann kommt der gleiche Blick raus wie bei Michelle Rodriguez. Das macht sie natürlich auch gern in den Rollen, in denen sie spielt. In Resident Evil soll sie ja genau auch ein bisschen... Ja, aber das macht sie nicht gut. Sie macht es nicht gut. Ich sage ja auch nicht, dass ich finde, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Ich sehe sie einfach nur gerne. Okay. Also ich finde jetzt auch zum Beispiel in Dungeons & Dragons ist sie einer der Lichtblicke. Ja. Das. Hast du ihn gesehen jetzt eigentlich? Ja. Nee. Aber meine Kritik kommt am Mittwoch dann zu online. Ja, ja. Okay. Und was ich zum Beispiel ganz großartig in dem Film an ihr finde, ist, dass sie aussieht, wie ich mir jemand vorstelle, die als Frau ein Badass ist und Leute in den Arsch treten kann. Die ist nämlich, die hat mal einen Arsch, Oberschenkel und sieht halt eher aus wie eine Kriegerin, wie ich sie mir vorstelle. Mhm. Nicht, dass sie so aussehen würden oder wie auch immer, aber ich finde immer diese, Entschuldigung, dünnen amerikanischen Darstellerinnen, die Kriegerinnen darstellen, wo ich immer denke so, ja, nee, ich glaub dir das nicht so richtig. Natürlich können die fighten, weil die es alle lernen, keine Frage. Aber wenn ich mir jemand vorstelle, die, also zum Beispiel Wayana, der Disney-Film, sie ist ein Mädchen, die im Naturvolk lebt und auf Bäume klettert. Die hat ordentliche Oberschenkel, weil die musst du haben, wenn du ständig auf irgendwas kletterst. Und so stelle ich mir das halt auch vor, wenn du Kriegerin bist, musst du ein gewisses Maß an Muskulosität haben. Und die haben mir die meisten nicht so richtig. Und sie sieht halt so aus, so, also in Dungeons & Dragons. Und ich fand das sehr schön. Also das gefiel mir, weil ich ihr das glaube, dass sie das könnte. Wobei sie ja selber von sich sagt, eigentlich kann sie das alles ja auch gar nicht. Sie lernt das ja immer nur für die Filme, aber eigentlich kann sie niemanden auf die Fresse hauen, weil sie viel zu weich dafür ist. Und das finde ich halt das Lustige, weil man glaubt ihren ganzen Tag, dass sie nichts anderes macht, als Leuten auf die Fresse zu hauen. Ja, tut sie nur nie. In der Tat. Nee, und deswegen, meine Kritik kommt noch zu diesem Film. Ich kann... Ich finde den schwierig, aber ich kenne die Spiele auch nicht. Ich auch nicht. So. Aber ich fand den Trailer ganz cool. Und vor allen Dingen mag ich auch diese kleine Rothaarige, die jetzt da mitmacht, die auch bei S mitgemacht hat. Die mag ich auch. Die ist hier okay. Ja. Also auch eine der besseren. Ich habe ein Riesenproblem mit Chris Pine. Ja, ich weiß. Und ich finde den auch hier wieder. Aber das ist so lustig. Ich habe die Promo-Bilder gesehen, wenn er mit seiner Gitarre da steht. Das ist doch total geil. Also sagen wir mal so, ich habe von David Hein die Kritik mir angeguckt und der sagt, wenn man die Spiele spielt und die Figuren, wie sie erklärt werden, also diese auch Fantasiefigur, also die Drachen hast du nicht gesehen, das scheint wohl ganz gut getroffen zu sein. Ja. Da ich das nicht kenne, war es so, okay. Das Problem an diesem Film ist, ich hatte gehofft, als ich den Trailer gesehen habe, dass der drüber ist. Also so auf eine gewisse Art witzig drüber ist. Mhm. Und das ist er nicht. Ich finde, der nimmt sich zu ernst. Du darfst dir noch nicht erzählen darüber. Und versucht aber krampfhaft witzig zu sein. Okay. Und das ist anstrengend, finde ich. Ha, so. Es kommt noch eine ausführliche Kritik, aber bei mir hat er nicht funktioniert. Okay. Sagen wir mal so. Aber Michelle Rodriguez fand ich okay. Ja. Witzig ist, ich habe ja auch Bridgerton, die Serie, nicht gesehen. Und der Hauptdarsteller aus dieser Serie. Bridgerton. Diese komische Netflix-Serie. Ach so, ja, guck ich. Kostümserie. Und da spielt ein POC mit, wo die Weiber alle gerade sterben, wenn sie den sehen. Ein Pock. Ich möchte politisch korrekt sein, ein POC, wenn ich bitten darf. People of Color, so werden die jetzt politisch korrekt genannt. Okay. So, ich wollte sagen, ich kann das. Und der spielt hier auch mit und ich glaube, der versucht gerade so ein bisschen aus diesem Schönling-Image rauszukommen. Also er sieht ja auch gut aus und spielt jetzt auch nicht was völlig aus der Reihe, aber schon so ein bisschen steifer und ein bisschen...
Und ich immer so dachte, du bist ein attraktiver Mann, aber ich verstehe nicht, wieso alle so ausflippen. Ist es der von Creed? Nein, das ist Michael B. Jordan. Ach so. Das ist was ganz anderes. Okay. Nee, ich meine den Schauspieler. Ja, nein, der spielt da nicht mit. Der spielt auch in Bridgerton die Serie nicht mit. Wer ist denn der in der Bridgerton? Ich weiß den Namen gerade nicht, sonst würde ich ihn ja natürlich sagen, aber der ist auch noch nicht so... Jetzt hast du mir den Mund ganz wässrig gemacht, das weiß ich nicht. Ja, kannst du ja nachher recherchieren. Naja, schreib's in die Kommentare. Nee, aber alle flippen halt gerade bei ihm aus. Ich flippe aber auch bei Michael B. Jordan nicht aus. Ich finde den als Schauspieler super, ich sehe den total gern, aber ich finde den nicht attraktiv. Der casht mich nicht. Okay. Weiß nicht wieso, nicht meins. Mhm. Umso mehr hat mich dann... Sag jetzt bitte nicht Sylvester Stallone. Immer. Ich fand Sylvester Stallone schon immer sexy. Ja. Nee, aber jetzt komme ich auf den Namen nicht. Was ist denn heute los? Alter, nee, von ihm kenne ich den Namen nicht mal, deswegen kann ich ihn auch nicht wissen. Oh, ich habe so viel über ihn in letzter Zeit gesprochen. Mann, Highlander, aerodynamische Frisur, wie heißt er? Highlander? Ja, Film, damals. Christopher Lambert. Nee, der andere, der Bösewicht. Clancy Brown. Clancy Brown, danke, Alter. Ja. Ich war jetzt das zweite Mal in John Wick 4. Ja. Und es ist einfach so schön, Clancy Brown auf einer riesen Leinwand zu sehen. Ach, der macht noch? Ich wusste gar nicht. Klar, der spielt hauptsächlich Serien, aber der dreht die ganze Zeit, also der hat durchgängig immer gemacht. Und ich bin halt, ne, also ich bin, Highlander gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und ich mochte Christopher Lambert, aber verknallt war ich immer in Clancy Brown. Die Kogan. Die aerodynamische gewagte Frisur. Kogan, großartiger Film, ja. Und klar, der ist keine Schönheit, aber ich finde, der hat irgendwas, was ich immer irgendwie attraktiv finde. Und auch jetzt als total grauhaariger Mann, ich finde, der hat was. Ich finde den, ich saß da immer so, immer wenn er ins Bild kam, und da spielen Keanu Reeves und andere hübsche Männer mit und ich stand immer bei Clint. Ich habe man bestimmt so richtig gehört, weil wahrscheinlich kein anderer gemacht hat im Kino. Nee, aber ich war relativ leise. Und der Film ist so laut, dass man es kaum hört. Ja, das ist ja auch so ein Ding, weil der Teig bis jetzt, John Wick hat bis heute nicht geschafft, war. Also, weil ich aber du bist auch kein Actionfilm-Fan. Also, nee, aber ich mag ja auch Stirb langsam und so ein Kram, ja. Aber ist ja. Aber so John Wick wollte ich mir jetzt mal angucken, aber bin immer davon abgekommen, weil ich möchte ja, wenn dann auch alle gucken. Ja. Und die meisten Leute haben mir gesagt, der erste ist richtig geil und der zweite und dritte ist totaler Schrott. Oder der dritte ist richtiger Schrott. Ja, richtiger Schrott finde ich nicht. Also ich finde, John Wick macht etwas richtig. Natürlich, ich finde auch, der erste ist der beste und ich finde, dass bei John Wick das Ding ist, im ersten ist halt John Wick ultra cool und er hat eine Aufgabe, also er hat ein Ziel. Und es zieht halt knallhart durch. Und er wird irgendwie immer weicher mit jedem Film. Also weicher nicht in seiner Tätigkeit, Leute umzubringen, sondern in dem, wie er plötzlich drauf ist. Und da geht ein bisschen die Coolness flöten vom Ersten. So. Aber was ich finde, was John Wick als Actionfilmreihe absolut richtig macht, ist mit jedem Film mehr drüber zu sein. Weil wenn Geschichte... Haben wir nicht, brauchen wir. Also du kannst bei diesem Film wirklich außer am ersten, wobei die Geschichte auch auf einem nicht mal Schmierblatt passt. Ja, nicht mal. Kronkorken passt. Nee, aber so nicht wirklich, ne? So, also da ist nicht viel. Und es wird natürlich mit jedem Film wird's absurder und auch die Geschichte ist so, ja, nee, danke. Ja. Und ich finde, dass die Filme es schaffen, mit jedem Film immer ein Stück drüber zu sein und immer mehr drüber zu sein. Was ich finde, ja, meine Reihenfolge ist auch 1, 4, 2, 3, wenn man so will. Aber ich finde, jeder hat was. Also jeder Film hat so auch ihre Daseinsberechtigung, wenn man so will, und hat auch gute Dinge. Ja. Was mich persönlich am dritten immer so ein bisschen abturnt ist, der ist schlecht choreografiert. Das heißt, bei vielen Kämpfen von John Wick siehst du, dass sein Gegenüber und er wissen, was als nächstes passiert. Und das turnt mich richtig ab, weil ich gucke ja einen Actionfilm, weil ich es bitte gut choreografiert haben will. Mhm. Also, weil das ja ein essentieller Grund ist, zumindest bei Filmen, wo Kampfsport eine Rolle spielt. Ne? Und das hat mich im dritten ein bisschen genervt. Aber sonst...
Ja, natürlich, sie bauen ab. Und ich hatte halt auch vor dem vierten Schiss, ich dachte mir so, oh, wenn es jetzt in der Reihe so weitergeht, dass sie weiter abbauen, dann bin ich raus. Ja. Oder sie schaffen es jetzt nochmal richtig, gib ihm Rock'n'Roll, leck mich am Arsch. Und genau das machen sie. Oh mein Gott sei der, Dank. Alter, der vierte ist, oh, Alter. Der ist richtig Rock'n'Roll. Also da ist, da gibt's auch kein Wenn und Aber mehr. Der ist so drüber, dass du dir denkst, na, nee. Aber der hat Kamerafahrten, die ultra geil sind. Also ich meine, wer meine Kritik, die gibt's online, ne, auf allen üblichen YouTube Streaming. Und Streaming und, nee, Streaming, ich bin noch nicht, nein. Also bei YouTube und Spotify. Du und streamst du da nicht auch? Naja, nee, nicht wirklich. Bei Spookify, na, ist egal. Ja, okay, aber auf jeden Fall meine Filmkritik, ausführlich ist online. Und das ist so absurd. Also das, jetzt kommen wir wirklich an einen Punkt, das ist nicht mehr menschlich, was da passiert. Aber es ist okay, weil es passt zu diesem völlig absurden. Und ich finde immer noch, Bill Skarsgård trägt die geilsten Anzüge ever. Der hat so schöne Anzüge an. Das sieht so geil aus. Entschuldigung. Mach nicht. Soll kurz und, aussehen. Und auch Clancy Brown immer in seinem schönen. Er trägt einen schwarzen Mantel und. Okay, das weiß vielleicht noch nicht jeder. Klein Dinisi steht total auf Männer in schwarzen langen Mänteln. So habe ich mal Henry kennengelernt im Flur von Kuring. In Hendrik? Seinem Haus. Ja. Hendrik? Ja. Jetzt, Entschuldigung, es ist jetzt Insider. Also, aber, erzählst du mir, wenn die Kamera aus ist, nochmal richtig. Nein, aber der stand im Flur und hat einen schwarzen Mantel an und ich habe ihn kennengelernt und mochte ihn gleich. Wie heißt du? Wie heißt du? Sag so mir deinen Namen. Nicht ganz, aber so ähnlich. Ich bin der Hendrik. Nee, und deswegen, und er trägt halt auch schicken Anzüge. Sie sind ja alle immer gut gekleidet, das muss man ja in John Wick sagen. Und in dieser Mantel, voll geil. Aber Bills Anzüge, sie sind, glaube ich, auch von irgendeinem Modedesigner, den man so kennt. So sehen sie halt auch aus. Aber es sieht halt geil aus. Und Bill ist halt 1,90 groß und es ist halt immer so ein großer Mann in schönen, ach, das sieht schon einfach geil aus. Findet er sein Bruder ein bisschen talentierter, muss ich ehrlich sagen. Ich finde immer noch, der Vater ist der talentierteste von allen. Ich liebe Stellan Skarsgård und ich finde, er ist von allen dreien, vieren der beste Schauspieler. Dann kommt Alexander und dann kommt Bill her. Nee, achso, ne, ich meine doch Bill. Bill ist doch S, oder? Ja. Ja, den meine ich. Entschuldigung, ja. Habe ich gestern aneinander vorbeigequatscht. Genau, aber ja, ja den finde ich ja. Ich mag halt beide, aber das ist, ich finde. Ich mag beide Schauspieler, aber ich finde Alexander etwas besser als Bill als ja, Schauspieler. Der ist mir zu modelmäßig. Ich finde, das, was der an Schönheit mitbringt, bringt der andere an Talent mit. Bringen wir das mal so auf den Punkt. Ach, pack mir die Dinger nochmal auf den Tisch hier. Ja? Aber, hier ne, aber alles, worüber wir gerade gesprochen haben, kommt in diesem Film nicht vor. Und ich halte jetzt gerade Child's Play in die Kamera. Aber da steht S drauf. Aber ja, genau. Remake, ja. Wo ich ja sagen muss, dass ich es schade finde, dass der Film, der erste, sich am Anfang schon selber das Genick bricht. In dem Remake von S. Von S? Wieso? Was? Weil man sofort weiß, dass Pennywise böse ist im Film und das finde ich scheiße. Aber das ist doch... Das ist doch das im Alten war es nicht so. Nee. Als er unten im Dings ist, weißt du noch nicht, dass Pennywise böse ist. Der fängt zwar schon an, mit ihm zu agieren, aber du siehst noch nicht, was er eigentlich ist. Und es entwickelt sich erst so ein bisschen. Und das fand ich ein bisschen schade. Was? Natürlich. Ist doch erstmal, wo Pennywise hieß, ist doch in dem Gully. Ja. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass man nicht sofort so sehr mitkriegt, dass, wie böse der eigentlich ist. Und ich finde, das siehst du im Remake, ist es sofort... Großartig gespielt. Gespielt? Gar keine Frage. Nee, aber Frage. Auch gerade er ist ja auch sehr freundlich zu dem Kleinen. Finde ich nicht. Und dann kriegt er auf immer diesen Trill und sagt gar nichts mehr und kickt ihn eigentlich nur noch so an, weil ich eigentlich ziemlich bedrohlich, also ich finde... Aber ich finde, nee, ich finde, der ist von der ersten Sekunde an, hast du diese Bedrohung. Ich finde nicht, dass der erst nett rüberkommt. Ich finde, es ist also ich finde, es ist trotzdem toll gespielt und ich finde, er sieht unglaublich fantastisch aus als Pennywise. Hm. Gar keine Frage. Ich finde auch, die Kinder spielen alle toll und so, aber ja, trotzdem hat der Film für mich nicht funktioniert. Aber ich finde, mir ist es zu schnell, zu klar, wie böse er ist. Also ich finde, es vom ersten Moment an kam für mich rüber, das ist das wandelnde Böse. Es gibt keine Steigerung.
Für mich. Deswegen hat es für mich nicht funktioniert. Deswegen fand ich den Film langweilig, weil es war ja alles klar. Ja gut, jetzt war man natürlich auch schon vorgeschädigt, weil man nun das Original kennt. Das hat damit nichts zu tun. Wenn das sich ein bisschen mehr gesteigert hätte und nicht sofort so klar gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden. Aber du kannst es ja nicht sagen, dass es nicht klar ist. Du gehst ja schon an die Sache ran. Schon alleine, weil Pennywise ja nun schon ein absoluter Teil der... Du kannst ja jetzt so keinen Freddy Krüger-Film machen und sagen, okay, anfangs war er mir aber schon zu fies. Das geht ja nicht. Du weißt es ja, dass er das ist. Doch, ich glaube schon, dass ich das für mich trennen kann, wenn ich auch ein Remake gucke, weil ich möchte ja eine gute Geschichte erzählt kriegen und ich finde, das macht er halt einfach nicht. Ich weiß, also ich hätte eine Steigerung gern gehabt. Ich hätte gern, wenn er da unten ist, dass man zwar schon angedeutet kriegt, ja, da ist, mit dem stimmt was nicht, aber nicht so mit dem Vorschlaghammer, ich bin das wandelnde Böse. Das war mir zu viel. Also ich hätte mir eine kleine Steigerung gewünscht, dass man so ein bisschen im Film noch mitkriegt, da kommt mehr, das wird noch schlimmer, das wird, weißt du, so ein bisschen. Und das fehlte mir halt. Und deswegen fand ich den dann irgendwann, also ich sage ja, gut gespielt. Er ist der beste Pennywise ever, gar keine Frage, obwohl ich natürlich Tim sehr liebe. Aber rein optisch ist er natürlich, allein ja auch, dass er ja, also Bill selber schon ein bisschen so die Augen kann auseinanderstehen, ja, ja, diesen Mund hat, also da musste ja gar nicht so viel gemacht werden, das ist schon gruselig, das ja ist auch, wenn ich Bill so sehe, denke ich immer so ein bisschen, außerdem hast du eine echt schräge Familie, also ich meine, die wirken ja alle ein bisschen, als hätten sie ein Ei am Wandern, diese Schweden, ja, ne? Ja. Deswegen ist es so, aber ja, keine Ahnung, aber jetzt ist der gut? Ja, also ja, wenn du ihn nicht mit den alten, wir reden übrigens jetzt wieder von Child's Play, endlich! Ein Film, den ich vor 20 Minuten mal vorgestellt habe, wenn das mal reicht. Aber darum geht's ja auch, ja, ja, mal absolut. Also pass auf, wenn du dich davon lösen kannst, von den Originalfilmen, kannst du, ist das ein guter Film. Ja, sagen wir mal so. Mhm. Und er ist natürlich, wie das Cover schon verrät, von den Produzenten von S. Ich liebe es, was der immer wissen. Die Produzenten von S. Mit den Kabelträgern von Star Wars. Und, ja, aber Entschuldigung, die Produzenten von S heißt erstmal nur, dass sie Geld gegeben haben. Eben. So, also noch heißt das gar nichts. Genau. Klar gibt es auch Produzenten, die mitreden und was zu sagen haben. Aber im Endeffekt, erstmal heißt es nur, sie haben Geld gegeben. Genau, es ist für mich auch kein Gütesiegel. Deswegen verstehe ich auch immer nicht, was dieser Scheiß hier darauf soll und das ganze Cover verunstaltet. Ja. Aber gut, das ist vielleicht etwas, was man jetzt... Aber ich glaube, es gibt andere Menschen, die denen es nicht darum geht, sondern das steht da. Das hat theoretisch ist gleiches Genre oder dass die sagen, oh, dann gucke ich dir mal. Ja. Weil sie das geil fanden und deswegen, ah, das gehört, weißt du? Ja, ist aber doof. Wer klar so denkt, es sollte. Aber du darfst nicht vergessen, dass viele Menschen, die zwar Filme gucken, keine Filmfreaks sind wie wir und Filmjunkies sind, sondern eher zu denen gehören, die 1,14 Mal im Jahr ins Kino gehen und zu Hause dann halt irgendwie S gesehen haben, fanden den ganz geil und dann steht da Child's Play und das hat irgendwas mit S zu tun und das deswegen gucken. Und das ist genau das Ding, wo man ansetzen muss und sagen, Leute, wenn ihr so drauf seid und nur zweimal ins Kino geht, lasst euch von solchen Mogelpackungen hier nicht verarschen. Ihr lebt wesentlich günstiger und habt vielleicht auch mehr Spaß, wenn ihr einfach mal ein bisschen Trailer guckt oder euch so beliest. Aber abgesehen davon, Denise, ist das, wie gesagt, wenn man sich von den ursprünglichen Chucky-Filmen lösen kann, ist Child's Play ein guter Film. Sagen wir mal so. Also es ist ein Remake, was eigentlich kein Remake ist, ein etwas anderes Remake sozusagen und eine klare Empfehlung von mir an euch. Und somit schließe ich meine Film-Dingsbums hier, meine Remake-Reihe hier. Wir sind da so ausschweifend heute gewesen. Schön! So, dass wir irgendwie gar nicht mehr Thema haben wir nicht verfehlt. Aber das ist ja das, was Spaß macht. Deswegen ist ja mein Prinzip auch, dass wir nicht vorher wissen, welche Filme es gibt, damit es so spannend bleibt. Damit absolut die genauso viel Spaß dran haben wie wir, weil wir nicht wissen, worauf wir uns einlassen. Ja. Und uns auslassen können und dann halt mal von Hölzchen auf Stöckchen so Baum XY kommen. Finde ich gut. Aber ich finde, das ist doch auch ein guter Zeitpunkt, um dir jetzt was zu geben. Oh Gott.
Der Film kam nämlich letztens, ich war ja vor ein paar hundert Jahren schon mal hier mit Kamera und da habe ich einen Film bestellt, extra für dich, weil wir hatten das Thema gute Filme und schlechte Filme. Richtig. Und ich wollte dir unbedingt einen Film mitbringen, der wirklich absolut geil ist, aber Amazon hat es leider ein bisschen verkackt, deswegen gebe ich dir jetzt einen Film, den du hoffentlich noch nicht kennst. Es ist Der unsichtbare Gast. Nein, den kenne ich nicht. Und wenn du den nicht kennst, dann guck dir den bitte an, lies nichts drüber, guck dir keinen Trailer an, mach nichts, guck dir diesen Film, leg die Disc ein heute Abend und guck dir diesen Film an. Ist das ein spanischer Film? Ja. Dann irgendjemand hat mir den schon mal empfohlen. Ich wahrscheinlich. Nee, es war jemand anders. Da gab es nämlich noch einen anderen Film, der den gleichen Titel hat, der es aber nicht war. Ich kann mich an das Gespräch erinnern, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Okay. Also das ist ein Film, den empfehle ich eigentlich jedem. Jeder, der den nicht kennt. Wie gesagt, wie ich schon Denise gesagt habe, guckt keinen Trailer, informiert euch nicht über diesen Film, kauft ihn. Und da könnt ihr wirklich mal auf mich vertrauen, als Nicht-Produzent von S. kauft. Aber hier, übrigens auch schon wieder, ein Thriller im bester Hitchcock-Manier. Quatsch, aber ein mega geiler Film, ja. Aber wichtig ist, Der unsichtbare Gast, es gibt noch ein, zwei, es gibt auch einen indischen Film, glaube ich, der so heißt. Deswegen ganz wichtig, es ist die spanische Variante dieses Films, also dieser Titel. Wer Zweifel hat, von den Machern von The Body und Julias Eis. Oh, es wird ja immer schlimmer. Also, so steht's drauf. Aber nein, lies es dir nicht durch. Nee, ich will gucken, ob hier... Mein Spanisch ist auch eher so, ich dachte, vielleicht steht hier noch der spanische Titel, um irgendwie so zu tun, als würde man den Namen sagen, ich weiß es nicht. Aber Der unsichtbare Gast, spanische Variante. Ein Film, den ich jedem empfehle, wirklich. Gut, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich bin ganz, ich habe schon wieder rote Wänkchen, glaube ich, weil ich mich so freue. Das war das. So, dann kommen wir jetzt aber doch zum Abschluss unseres wunderbaren Gesprächs. Ja. Schwecke, es war mir wieder ein, also sowas von inneres Blumenpflücken. Ja, ja. Ich hab hier einen kleinen Strauß. Ja. Nein, es macht immer unglaublich viel Spaß, mit dir zu quatschen. Ach, dankeschön, gleichfalls, ja. Und, dankeschön. Ja. Und ich sah hier immer noch richtig fett ab. Das stimmt. Komm jedes Mal an mit irgendwas. Das macht mich mal ganz fertig. Macht man doch so, ja. Könnt ihr euch mal alle merken, wenn ihr hier zu Denise zu Gast kommt, könnt ihr euch mal was mitbringen, ja. Oder wenn ihr überhaupt mal zu jemandem, gerade beim ersten Mal zu Gast kommt, kann man eine Kleinigkeit mitbringen. Wenn es ein Blümchen ist oder sonst irgendwas. Oder, eine Schachtel Pralinen. Genau. Denn wir alle wissen... Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Genau, so ist es. So Leute, wir wünschen euch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr es hört, schaut oder ähnliches. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Kommt wieder. Abonniert, hinterlasst einen Kommentar, 5 Sterne. Aktiviert die Glocke. Macht alles, was man so in diesen unterschiedlichen Formaten tun kann. Und wir sagen Dankeschön. Tschüssikowski. Tschüss.